Zeuge Alfred Wetzler, Tschechoslowakei, Beamter 46 Jahre, 108. Verhandlungstag, 5.11.1964. Band nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Jawohl. Ja. Herr Wetzler, Sie sind ebenfalls in Auschwitz gewesen. Wollen Sie uns bitte sagen, wann Sie dorthin gekommen sind? Am 13. April 1942. Am 13. April 1942 und hatten welche Häftlingsnummer? 29.162. Und Sie waren dort in Auschwitz bis zu welchem Tag? 7. April 44. 44. Also fast 2 Jahre. Jawohl. Und sind herausgekommen aus dem Lager, in dem Sie in Birkenau geflüchtet. Geflüchtet sind in Birkenau, und zwar nach der Slowakei. Nach der Slowakei. Sie haben wo gearbeitet? In Auschwitz. In Auschwitz war es sehr eine kurze Zeit. Ich bin nach 2 oder 3 Tagen nach der Ankunft gleich nach Birkenau gekommen. Ja. Und von Birkenau wieder zurück nach Auschwitz in einen Transport mit 120 Häftlinge. Und dann bin ich nach Buna bis Sommer 42 gewesen. Im Sommer 42 nach Buna. Und am Ende des Sommers 1942 sind Sie... Zurück nach Krankenbau, nach Auschwitz und dort wieder... Nach Auschwitz oder nach Birkenau? Nach Auschwitz und von dort nach Birkenau. Und von dort nach Birkenau in den Krankenbau? In den Krankenbau. Und zwar warum? Als Buna-Häftling nach Typhus erschwächt, waren wir auf die Isolierstation auf Block 7 zugeteilt. Ja, also es war in Buna Typhus ausgebrochen. Jawohl. Und Sie kamen nach Birkenau auf Block 7 als geschwächter Häftling, ja, der eben arbeitsunfähig war. Ja. Ja. Und dort geblieben. Und zwar, wo lag denn dieser Block 7 oder die Baracke 7, in welchem Lager? In Bauabschnitt 1b. B1, 1B. Und zwar B wie Bertha, nicht? B. Klein B wie Bertha. Ja, Bauabschnitt 1B. B, ja. Mhm. Wer war denn sonst in diesem Lager 1B drin? Was für Häftlinge waren denn sonst da drin? In der Zeit waren schon viele slowakische, von vielen slowakischen Häftlingen besetzt das Lager in August 1942. Es war der Rest der sowjetischen Kriegsgefangene. Es war der Rest von dem ersten Transport von Franzosen, die nach Birkenau einige Tage vor uns gekommen sind. Und es waren viele von polnischen Ghettos und polnische Häftlinge aus den kriminellen polnischen. Bitte? Ja, also sind Sie so freundlich und sprechen Sie ein bisschen näher zu dem Mikrofon, weil es für uns sehr schwer ist, Sie sonst zu verstehen. Also, nun sagen Sie bitte, dieser Block 7 oder die Baracke 7, hatte die noch eine besondere Umzäunung, also etwa eine Mauer oder so etwas? Dieser Barack, wie wir sind angekommen, habe ich gewohnt in Block 13 oder 14, glaube ich, in April 1942. Wie ich bin zurückgekommen in August, war schon keine Zäumung dort, weil in den Baracken, in diesen Räumen haben gewohnt die Kriegsgefangene. Nachdem die Kriegsgefangene schon so dezimiert waren, war dann kein Zaum, aber der Block 7 war mit einer Mauer vorne und hinter,
Eine Mauer war in dem Barack. Von vorne war eine große holzerne Türe. Und die Hinterseite von dem Barack war auch eine hohe Mauer. Also ja. Er war isoliert von den Barack 8. No. Und diese Barack hat gedient für geschwächte Häftlinge. Und der Stand auf diesem Barack war manchmal 1200 bis 1400 Häftlinge, dort drin waren. Die Hälfte auf den Barack liegen, die andere Hälfte, da kein Platz war, auf den Hof, ohne schon Behandlung liegen und warteten auf die Selektionen und auf den Transporten im Krematorium. Also diese Leute, die dort untergebracht waren in Barack 7, die waren zunächst einmal bestimmt dafür, dass sie mehr oder weniger in die Gaskammer kommen sollten. Immer. Immer. Sind denn auch welche Leute dort wieder ins Lager zurückgekommen? Ich will mal sagen, die sich also wieder ein bisschen rausgemacht haben. Es waren auch solche. Nun, was haben Sie denn dort in dieser Baracke für eine Tätigkeit gehabt? Von Anfang hat dort jeder alles gemacht. Ich bin dort geblieben nach einer Selektion als Helfer. Als Helfer. Pfleger, Leichenträger. Alles in einer Person. Alles in einer Person. Und später habe ich noch zugeteilt gehabt durch den Blockältesten Mordarski, sogenannte Leichenhalle, die am Ende des Lagers war bei der Zäumung beim Barack 25, die auch zugehört hat zu diesem Barack 7. Das heißt, die Leichen von dem Lager hat man gesammelt in der Leichenhalle. Das war nicht zu dem Stand des Barack 7. Also im Barack 7 habe ich so, dass er hat ironisch geheißen Isolierstation oder Krankenbau, aber es war keine ärztliche Hilfe keine ärztliche Hilfe und keine Arzneien. Ja. Und es waren in der ersten Zeit so, dass jede 14 Tage, also glaube ich 14 Tage, also in 10, 14, 18 Tage, gesamte Transporte in der Gaskammer transportiert waren. Später, Ende des Jahres und am Anfang 43, waren schon öfter diese Transporte. Manchmal ist es auch zweimal in der Woche passiert, dass man den Block 7 gereinigt hat, bis auf manche Häftlinge. Das heißt, dass in der Zeit, was ich dort war, kann ich sagen, dass etwa 30.000 Häftlinge in die Gaskammer vom Block 7 ausgesucht waren. Ich habe gemacht dort den Leichenträger, eine Zeit den Schreiber und eine Zeit einen sogenannten Pfleger. Also und auch in der Küche gefahren, um die Suppe, um das Brot. Also ich habe keine fiktive Funktion gehabt. Meistens war ich aber der Leichenträger. Und nun sagen Sie mal bitte, wie lange blieben Sie denn in dieser Baracke 7? Bis der Evakuation oder Übersiedlung, bis zur Übersiedlung auf den neuen Bauabschnitt 2D, ganz sicher kann ich nicht sagen, ob es war Ende Juni oder Anfang Juli 1943, wie der Bauabschnitt 1b durch die Frauen dann belegt war. Es war im Sommer 1943. Also ja. Das ganze Lager hat sich übersiedelt auf den neuen Bauabschnitt 2d. Und kamen Sie da wieder in einer Baracke Nummer 7 oder hatte die jetzt einen anderen Namen? Im Bauabschnitt 2D? Ja. Einige Tage war ich angestellt auf dem Planierungskommando und ein paar Tage kam ich als Schreiber auf Barack 9. Barack 9. Und was hatten Sie dort zu tun? War das einfach ein Blockschreiber? Ein Blockschreiber und das war ein, wie man sagt, ein normaler Barack, besetzt mit Häftlingen, die in der Arbeit zur Arbeit gingen. Nun, wie Sie nun auf Baracke 7 waren,
haben Sie uns erzählt, waren wiederholt Selektionen, das heißt, man suchte Leute aus. Und was geschah denn mit den Leuten? Also die Praxis war so, dass zu dem Barack 7 sind Lastwagen gekommen und diese Häftlinge aufgeladen oder größte przeważne većine, w przeważnej većine. Überwiegende Mehrzahl. In der Mehrzahl waren schon das tote Häftlinge, die wir müssen auf den Lastwagen geben, schmeißen und den Rest hat man müssen auf die Lastwagen bei der Assistierung der SS-Ärzte, manchmal der Sanitätsdienstgehilfte und manchmal auch gewöhnliche SS-Leute, die dort assistiert haben, auf den Lastwagen. Man hat müssen noch einschreiben die Nummer, pünktlich die Nummer. Und dann sind sie gefahren in Jahre 42 nach Auschwitz in die Gaskammer. Ja, und haben Sie das verfolgen können, dass Sie in die Gaskammern fuhren? Wir haben müssen die Karteikarten abgeben auf die Hauptschreibstube mit der Anordnung, dass wir noch außerdem von Barack 7 auch Totenmeldungen schreiben müssen. Und die selbst haben müssen die Diagnose auf manche Totenmeldungen schreiben, bei denen mir der Blockälteste sagte, 6 oder 7 Diagnosen, die auf diesen Totenmeldungen geschrieben seien. Das heißt, es war Phlegmone, Flektifus und die letzten Zeit Epidemie, Malarie, Dysenterie. Es waren solche angeordnete 6 oder 7 Diagnosen. Das heißt, diese Leute waren abgeschrieben vom Stand des Lagers und es war doch ganz klar, wo die Leute geendet haben. Nun, wie wurde denn nun bei dem Abtransport dieser Häftlinge verfahren? Zunächst, wer hat denn entschieden, wer hat selektiert und wann wurde denn selektiert? Wenn ich kann mich ganz klar ausdrücken, es handelt sich nicht um eine Selektion, da an dem Barack 7 etliche Häftlinge nur blieben. In der ersten Reihe waren die SS-Ärzte Dr. Tilo und Dr. Rode, die alle Häftlinge vor Barack 7 rausgejagt haben. Da ich glaube, dass in der Zeit, was ich dort war, bloß diese zwei Ärzte einmal die Isolierstation angeschaut haben. Es war in so einem Stand und so einer Lage, dass sie haben sich vor dem Mund ein Taschentücher gegeben. Da ist so ein Gestank von Chlor und von Blut und von war, dass niemand von den SS-Leuten hinein in den Barack wollte gehen. Ich glaube, wegen Ansteckung oder sie wollten nicht das sehen, was sie dort verübt haben. Also sie haben herausgejagt alle diese Häftlinge und los und los und los. Sie haben nicht die Zahl bestimmt, aber die Häftlinge nach dem, manchmal war es nur so wegen denen, dass wie viele Lastwagen dort waren oder was für Bestand dort war oder dass das Lager von den schwächen Häftlingen so überfüllt war, dass man hat müssen die Isolierstation, den Block 7, leer machen wegen die anderen Häftlinge. Also die Selektion war so, dass es nur bestanden ist von den Herausjagen und Heraufjagen auf dem Wagen. Und wer war da Befehlshaber, also wer hat das angeordnet? In der ersten Zeit habe ich, wie ich gesagt, Herr Vorsitzender, das war Dr. Thilo und Dr. Rode. Und Dr. Rode, haben Sie auch noch andere SS-Leute dabei feststellen können, etwa Sanitätsdienstgrade oder? Später, es war im Frühjahr, habe ich erkannt und gesehen dort Sanitätsdienstgrad oder wie man es ordentlich heißt und auch gewöhnliche SS-Männer, da schon die Ärzte mit denen nichts zu tun wollen haben und es ist die Praxis war später schon so, dass sie bloß gefragt haben, was für Stand auf Barack 7 ist. Und zum Beispiel, wenn man
1100 war, haben sie nur angeordnet, also 1000. Es war schon keine Rede von keinen Selektionen. Und ich gedenke auf den Angeklagten Claire, der schon oft im Jahre 43 am Frühjahr zu dieser Isolationsstation gekommen ist, mit anderen SS-Männern, die nur assistiert haben, die Aktion soll schnell abgeführt werden. Und ich gedenke auf einen Fall, da am Barack 7 zufälligerweise bloß 610 Häftlinge waren, hat der Angeklagte Claire persönlich gesagt, 600. Es war sehr schwer, weil auf dem Barack waren auch ziemlich gesunde Häftlinge, ziemlich auch Häftlinge, hauptsächlich polnische politische Häftlinge, die man dort einige Zeit versteckt hat. Am Wagen waren 499 abgeschriebene Häftlinge und wir müssen stehen vor dem Barack, außer dem Blockältesten Mordarski in einer Reihe. Und der Angeklagte Claire hatte Langeweile auf uns durchgeschaut, sind sie da gestanden, also Zähne außer dem Blockältesten. Und er hat noch einen gebraucht zu der Zahl der 600. Hat ausgesucht einen französischen Arzt, nur wegen einer Kleinigkeit, der einen Furunkel an den Hals gehabt hat, und hat ihn in die Gaskammer geschickt als vollendet die Nummer der 600. Den Angeklagten habe ich auch gekannt, dass wenn waren dort gesunde Häftlinge, war in den Barack 8 Isolierstation, also ein Krankenbau, bessere Bedingungen wie in der Isolierstation. Und vom Barack 8 hat geführt ein kleines Türchen am Hof, Block 7. Und dort war eine kleine Streche, Dach. Ein kleines Dach, wo die Leichen waren. Und von Block 8 hat man die in die Toten durch Phenolinjektionen herausgeschleppt, von Block 8 auf Block 7. Und das ist zwar so, dass man hat schon nicht müssen assistieren, also alles waren abgeschwächte und tote Häftlinge, die man auf die Lastwagen weggeführt hat. Bei den Assistierungen beim Block 7 waren viele SS-Männer, weil in der späteren Zeit haben schon nicht wollen diese SS-Ärzte mit dieser Sache überhaupt nicht zu tun wollen haben. Das heißt, dass ich will klar machen, dass Birkenau war so ein Lager und das Isolierstation, dass dort jeder eine solche Macht gehabt hatte, der auf eigene Faust in dem Block 7 Anordnungen geben kann, was er wolle. Ja, Herr Zeuge, jetzt würde mich Folgendes interessieren. Sie haben uns vorhin gesagt, im Frühjahr 1943, da kam Claire und hat Selektionen durchgeführt auch. War er da ganz dort oder kam er nur zum Zwecke dieser Selektion? Verstehen Sie, was ich meine? Also ob er dauernd dort war im Block 7 oder im Block 8 oder ob er nur hinkam, wenn er diese Leute aussuchen wollte und bestimmen wollte und dann wieder wegging. Es waren eine Intervallzeiten, weil bis wieder sich das Barack 7 gefüllt hat mit Häftlingen, ja, ist vielmal eine Woche, 10 Tage und 14 Tage abgelaufen. Und da war er nicht da? Da hat er kein Interesse um den Barack 7 gehabt. Mhm. Von dem Standpunkt als SDG oder als Alst oder die Bedingungen, dass die Leute starben ohne Arznei und bloß auf dem... Nun sagen Sie, wissen Sie, wo Claire damals beschäftigt war? Im Frühjahr 43, wo er eigentlich beschäftigt war? Na, es hat so, als ich kann mich erinnern, also kann deduzieren, es hat geheißen, dass über Birkenau hat das Rosshodnutierze Maju
sehr zu entscheiden. Entscheiden, dass das Auschwitz, wie die SDG, wie die politische Abteilung, aber auch die Macht über Birkenau. Wir haben in Birkenau keinen SDG selbstständig und keine politische Abteilung nicht gehabt. Also ich habe ich kann so deduzieren, dass zu die SDG in Auschwitz zugehörte. Und ich habe ihn auch viermal gesehen, wie er nach Frühjahr 1943, wie die Krematorien gestanden sind, habe ich ihn gesehen, also die Straße zu den Krematorien gehen und zurück. Die Funktion, was er dort gemacht hat, kann ich nicht beweisen. Ich kann mir nur deduzieren, was er dort im Frühjahr 1943. Es war Frühjahr 1943. Da haben Sie ihn zum Krematorium gehen sehen und wieder zurück. Zurück. Nun, wissen Sie, ob er auch dort irgendwie sich betätigt hat bei den Vergasungen? Na, das weiß ich nur von, wie ich belehrt wurde. Dass ich habe gehört von den Häftlingen, die dort gearbeitet haben, dass er auch Manipulationen bei den Vergasungen von dem Häftling, der mit mir nach Auschwitz gekommen ist und der im Sonderkommando angestellt war, wie man kann so sagen, den Philipp Müller. Das war mein Transport, mit dem ich nach Auschwitz gekommen bin, bis in 42er Jahren, und der das Krematorium überlebt hat. Konkret kann ich nicht sagen, also wir haben es deduziert nur so. Ja. Ja. Herr Zeuge, das war also der Angeklagte Klär. Wenn Sie können, sprechen Sie bitte etwas lauter. Es strengt uns sonst sehr an, wenn wir so genau aufpassen müssen. Wieso haben Sie denn nun den Namen dieses Mannes erfahren? Den Angeklagten? Durch den Blockheldtesten, glaube ich, es war so, dass auch durch diesen Blockheldtesten und durch die Häftlinge, die am Block 7 waren, habe ich erfahren von den Namen, so weit wie von Dr. Thilo und von Dr. Rode, so haben wir erfahren über jeden SS-Mann, der sehr exponiert und sehr sprintig gehandelt hat. Und ich glaube, nach einem Jahr Verhaftung haben wir sich doch interessiert, so wie von den Panzergrau, Stiewitz, Palitsch und so weiter. Also die sehr initiativ waren. Ich kann überhaupt nicht sagen, die Namen einen gewöhnlichen Blockführer oder Rottenführer. Also, aber diese Leute, die ständig gekommen sind oder die eine Funktion gehabt haben, zu töten, war es doch ganz klar, dass wir haben den Namen dieser SS-Männer gehört. Also Sie haben ihn gehört, schon damals, wie Sie im Lager waren. Ja, jetzt kommt der SDG, klar. Das war schon genug, wenn man diesen Namen und SDG gehört hatte. Und ja. Haben Sie auch irgendwie einmal Wahrnehmung gemacht, dass er bei Ihnen Leute mit Phenolinjektionen getötet hat? Barack 7 habe ich es nicht gesehen, es war in Barack 8, wie ich habe schon erwähnt. Dort war im Frühjahr 1943 ist dort sehr oft Dr. Mengele hingekommen mit seinem polnischen Assistenten, wie ich kann sagen, das war der Dr. Senkteler. Und vielmal Dr. Senk? Senkteler. Senk? Senkteler. 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 Ich glaube, es war ein polnischer Major. Ja. Was heißt? Nun, nachher habe ich dort viermal gesehen, selbst den Angeklagten Claire gehen. Und von Block 7 müssen die Häftlinge geschleppt worden sein dort. Und ich erinnere mich auf 10 griechische Juden, die Verdacht waren auf Malaria. Die Phenolinjektion bekommen haben und denselben Tag mit anderen tote und halbtote Häftlinge in die Gaskammer gegangen sind. Nicht in die Gaskammern, sondern die Krematorien wohl, ne? In die Krematorien. Ja. Nun, Herr Zeuge, dass Claire aber derartige Injektionen gemacht hat, das haben Sie nicht feststellen können.
nicht feststellen können, aber ich habe wieder nur deduziert, dass das niemand war von die Ärzte und von die SDG wie er. Ich und ich auch selbst habe die griechische Juden hingeführt vor Block 8 und dann durch die kleine Türe auf Block 7 nach einer Pause hingeschleppt. Also nach der Logik kann ich nur beweisen, dass ja, niemand Herr Zeuge, Sie haben es aber gerade eben gesagt, Sie hätten hingehen sehen den Dr. Mengele und den polnischen Arzt Dr. Senkteller. Sie haben nicht gesagt, dass Claire hingegangen ist. Können denn die nicht die Injektion gemacht haben? Ich habe mich so geäußert, Herr, dass es viermal habe ich gesehen, Dr. Menker mit Dr. Senkteller, aber viermal habe ich auch gesehen, selbst den Sanitätsdienst Claire ohne diese zwei. Und die zwei. Und auch da, wenn Sie den Claire allein haben dort gesehen, hat man nachher die Leichen herausgebracht? Ja, vom Block 8 durch die kleine Türe, durch den, in den kleinen Dach, in den Winkel waren schon Leichen, die man dort zusammen gestaffelt hat. Und von dort hat man wieder die Toten vom Block 8 am Block 7. Und haben Sie die Leute selbst dorthin geführt? Es waren mehrere. Aber Sie haben sie auch mit hingeführt? Jawohl. Und, da und ich müssen auch diese Leute, die zum Transport in die Gaskammer gehen, die Nummer abschreiben viermal und bei dem Lastwagen gestanden und bloß pünktlich abschreiben die Nummer. Ja, und wenn Sie die Leute dorthin geführt hatten, da haben Sie bei den vier Malen gesehen, dass Claire allein dort war, im Block 8. Wie Sie diese Menschen hingeführt haben. Also ich habe ihn gesehen hereingehen und ich habe ihn gesehen herausgehen. Ja. Ob inzwischen jemand dort anderer, dritter war, nicht. Aber in der Zeit war dort nicht mal Mengele und nicht mal Dr. Senkteler. Es war selbst der Angeklagte Claire dort damals. Mhm. Und der auch in die Selektionen, wie man es so nennen kann, auch selbstständig am Barack 7 gemacht hat. Ja, Sie haben uns ja die beiden Fälle da erzählt, wo es einmal 610 war und er hat gesagt 600. Ja, und wo das es waren, einmal 599 waren und er hat noch gesunde, einen. Das waren gesunde, circa 30 gesunde Häftlinge waren, die nur dort auf 2-3 Tage versteckt gekommen seien. Und er hat gesagt, wo ist die Nummer 600? Ich habe damals müssen auch, das war die Zeit, wie ich habe die Totenmeldung geschrieben, weil der Blockältesten nicht wollte unterschreiben. Diese Totenmeldungen habe ich geschrieben in Vertretung des Blockältesten. Und ich habe damals wieder müssen auf die 6 Diagnosen diese 600 Tote differenzieren. Phlegmone, Dysenterie und weiter. Und später war es auch so, dass es war bewilligt zu schreiben auf die Totenmeldungen, auf der Flucht sogar erschossen. Nun, sagen Sie bitte, haben Sie dort in dem Lager auch noch andere Angeklagte kennengelernt? Nun, ich möchte von der Historie nach dem Block 7, bei diesen Selektionen waren, diese langen Monate waren dort hunderte SS-Männer, haben assistiert und zugeschaut diesen Selektionen. Angefangen vom Blocksführer und geendet mit Rapportführers. Ich glaube, es war für ihn ein sehr schönes Theater. Und es, wie mehr sie waren dort, desto schneller die ganze Aktion gegangen ist. Von den Angeklagten war dort Wilhelm Burger, der zur politischen Abteilung Auschwitz zugehört hatte, den ich gekannt habe, auch von denen, dass manchmal von mit der Liste, von Auschwitz der Liste politische Häftlinge auf die Hauptschreibstube gekommen ist und mit dem Namenverzeichnis der polnischen Häftlinge gekommen ist, dass zum Beispiel eine Sabotage wie in Lublin oder Poznan, in Krakow oder in Warschau passiert ist, waren Repressalien, dass politische Häftlinge, die geboren sind oder wohnhaft waren in Lublin oder Krakow, nach der Glasnost,
Na, die Entscheidung der politischen Abteilung, zum Beispiel 200 Krakauer oder Lubliner oder 300, und waren vielmal diese Häftlinge auch am Barack 7. Es waren nicht viele, es waren 3 oder 4 Häftlinge von Krakow, die dort waren. Hat man sie vorne müssen rufen zu der Blockführerstube und mit den Karteikarten dort stehen lassen. Und Abend waren sie abgeschrieben, dass die Repressalien sind. Wir haben es gewusst, dass Lublin oder in Krakow, in Warschau, von dieser Aktion deduziert etwas passiert. Das war sehr oft, wie der gekommen ist. Und der Angeklagte war auch sehr, sehr oft bei der Ladung auf die Lastwagens. Und von den Angeklagten war dort als, ich weiß nicht, was für Funktion, der Angeklagte Barecki, der bloß eine Funktion assistierenden SS-Mann gehabt hat. Also es waren dort Hunderte und Hunderte SS-Männer in der Zeitspannung bis Juni oder Juli 1943, die dort das Theater beguckten und assistierten, und damit es schneller bloß geht und schneller und schneller und so weiter. Ja, Herr Zeuge, Sie haben also Boger nur gesehen, wenn er da geholfen hat auf dem Beladen dieser Wagen, oder wenn zum Beispiel Sabotageakte vorgekommen waren, wenn er dann Leute aus der Umgebung dieses Ortes herausgesucht hat als Repressalie? Na, er war bekannt auch denen, dass wenn Exekutionen in Birkenau waren, das heißt Exekutionen wegen zum Beispiel Flucht, oder Exekutionen, die von noch höheren Institutionen gekommen sind, zum Tode verurteilen, war vor der Kirche in Birkenau 2 Galgen oder 3 Galgen nachher wieder. Und der Exekutionsleser, also im Namen des Reichsführers und so weiter und weiter, war der angeklagte Burger, hat immer diese verlesen hat. Und es waren in viele, viele Fälle, und hauptsächlich von Jena 44 habe ich ihn näher kennengelernt, da im Jena 44 die Kontakte waren häufiger. Utěky, že byli v januari, od ledna 44, že utěkalo více ľudí. Also im Jena 44 mehrere Flüchte von Jena 44, also es war eine Etappe, eine Psychose, in der viele Häftlinge versucht haben, die Flucht. Also das war, kann ich sagen, 10, 14 Tage jedes Mal eine Zeremoniell vor der Kirche. Ich denke auf letzte 2 vor meiner Flucht, es war im März 44, wieder Angeklagte, 5 Häftlinge, die auf der Flucht erschossen waren, auf 5 Sessel vor dem Barack, vor dem Tor zwischen der Schreibstube und der Kapelle und zwischen dem Tor, 5 Stühle, diese 5 erschossene Häftlinge erschossene Häftlinge. Wir müssen 12.000 Häftlinge x-mal vor diese 5 Häftlinge erschossene promenieren in Parademarsch. Und die letzte Flucht, wie ich war bei der Exekution, war so, dass ein polnischer Jude von den Effekten kam mit einem polnischen Major, Mittag bei der Blockführerstube gefangen waren. Und man hat bei ihnen gefunden eine große Summe Geld. Das war im März 1944. Diese 2 Häftlinge haben gearbeitet in den Effekten. Kammer, Effektenblock in Birkenau, B2D, das war ein Magazin mit Klamotten, wie Sie haben es genannt, am Barack 15. Mittag wollten sie durch, wie immer sind sie gefahren mit dem Wagen, mit den Klamotten nach Auschwitz, Stadt Auschwitz. Und bei dieser Gelegenheit war sie beim Tor gefangen und mit dieser Summe Geld und so weiter gleich ins Strafkommando gegeben. Erstens sind sie gestanden lange Zeit bei der Blockführerstube, und denselben Tag waren sie zum Tode verurteilt wegen
Fluchtverdacht und wegen dem, dass mit vielen Valuten und vielen Wertsachen wollten sie flüchten. Und wieder hat der Angeklagte Burger diesen Verdikt allein vorgelesen. Und bei dieser Gelegenheit waren doch noch am Barack 11, das war das Strafkommando, 4 Flüchtlinge, die vor den gefangen waren und damals im Strafkommando eingesetzt waren. Strafbarack, nicht Kommando. Und die waren gleich ebenfalls bei dieser Zeremonie. Es ist gerade nur 4 Häftlinge jüdische, die geflüchtet sind. Und so was für Gründe waren sie nicht erschossen oder gehangen, aber sie waren bei diesem Zeremoniell. Und damals sind ca. 12.000 Häftlinge gestanden und bei den Galgen, die 2 Häftlinge, der Mietek und den polnischen Major, gehangen haben. Also es war so, dass es war Mittag und denselben Tag war schon die Exekution geführt. Und bei dieser Exekution, hauptsächlich von Jänner bis April, bis zu meiner Flucht, kann man sagen, ca. 30 oder 40 Fluchtversuche waren, die immer endeten, unter die Galgen und auf der Flucht erschossen waren oder im Bunker durch Quälen und bei Untersuchung getötet wurden. Wenn ich darf noch weiter von den Angeklagten sagen, es waren etliche Transporte, die bei denen assistiert hat, und zwar bei der Liquidierung des Theresienslager 9. März 1944, wie die Arrestraßen gesperrt waren, wie man die tschechische Transport von 8. März auf 9. März über 3.800 gesunde Leute vergast haben. Und dann war ich als Schreiber auf Block 9 anwesend, eine solche Sache, dass auf dem Barack waren 2 Zigeuner-Kroaten, die gefehlt haben beim Appell und unglücklicherweise, wie man so sagt, im Waschraum waren, versteckt. Man hat sie nicht gefunden und deshalb der Appell hat zu lange gedauert, bis zu Hilfe gekommen ist die politische Abteilung. Es war schon, hat sich schon genähert zu Mitternacht, ist der Angeklagte gekommen, also der hat solche gute Ereignisse gehabt in der Untersuchung und inzwischen, ein paar Minuten vor denen, hat man diese 2 Häftlinge in dem Waschraum gefunden. Der Blockführer von meinem Barack hat gemeldet, den Angeklagten, und der hat ironisch gesagt, also wascht sie dort genau gründlich ab. Der Blockführer hat diese 2 Zigeuner erschossen. Naprikas proste. Na tento ironický příkaz obžalovaného, auf den ironischen Befehl des Angeklagten. Ja, auf den Befehl des Angeklagten Burger wurden die beiden Leute erschossen, die sich da im Waschraum versteckt hatten. Ja. Und zwar unmittelbar, nachdem sie gefunden worden waren. Unmittelbar, weil es war, hat sich genähert zu Mitternacht schon. Und das Lager war. Aber so Sie haben nur gehört, wie er gesagt hat, wasch sie richtig ab. Was sie richtig ab, das habe ich gehört. Und dann habe ich mit 2 oder 3 Dienst, was gehabt haben, am Block 9, müssen vor Barack legen, da sie zum Stand des Barack 9 zugehörten, also die Toten. Den Namen des Blockführers kann ich mich nicht erinnern. Wissen Sie nicht mehr. Ja, nun noch etwas anderes. Kannten Sie ein Lager ältesten Mietek? Oder nannten Sie nicht den Namen Mietek? Mietek. Lager Ältesten? Blockältesten? Nein. Von denen ich Mietek gesprochen habe, das war ein von Polen, ein von Krakau konkret, ein Schneider. Und der polnische Offizier war auch ein Krakauer. Und die haben zusammengearbeitet in defekten Kammer. Und dort war der Chef, das ganze Kommando hat circa von 3 oder 4 diese, dort war ein deutscher Häftling, er war Regisseur in der deutschen UFA damals, oder wie es geheißen hat, und der war der Chef der Effektenkammer des Block 15, dort waren die Klamotten, und die Häftlinge 2 sind zu dem Geld so gekommen, dass bevor man Kleidstücke abgeliefert hat, hat man ein bisschen durchsuchen, die Kleider, und dort hat man gefunden und
In so viele Klamotten haben sie sich zusammengespart, so viel Geld, dass sie haben sich gedacht, dass das auf der Flucht wird ihnen helfen und so weiter. So, bevor wir nun uns noch mit anderen Häftlingen befassen, Sie haben vorhin den Namen Baretzky genannt, da müssen wir noch etwas drüber sprechen. Und kennen Sie auch sonstige Leute noch von der politischen Abteilung? In Zusammenhang mit Block 7 oder? Nein, überhaupt. Vielleicht im Zusammenhang mit dem Zigeunerlager? Von Zigeunerlager habe ich schon keine so viele Erfahrungen und Erinnerungen, da ich am 7. April geflüchtet habe. Aber ich habe Erinnerungen an Angeklagten, Broat, in denen ich auch ausgesagt habe, auf den ich mich sehr gut erinnere, da wir in einem Alter fast waren, also er der Mörder und ich das Opfer. Na, da wollen wir nachher nach der Mittagspause drüber sprechen. Wir wollen jetzt fahren in der Vernehmung des Herrn Wetzler. Herr Wetzler, Sie hatten heute Vormittag damit angefangen, uns zu erzählen, dass Ihnen Perry Broad bekannt sei. Wollen Sie uns doch bitte einmal sagen, woher Sie ihn kennen und bei welcher Gelegenheit Sie ihn beobachtet haben? Also physisch habe ich ihn erstes Mal gesehen im Dezember 1942. Es war eines Frühmorgens, dass das erste Sonderkommando, nicht ausgerückt in der Arbeit. Frühmorgens habe ich erfahren, dass sie war verraten für Fluchtverdacht. Dieses Sonderkommando von Stärke 300 Menschen waren am Barack, glaube ich, Nummer 2 war es damals, das Sonderkommando untergebracht. Sie rückten nicht in der Arbeit. Erst frühmorgen haben sie rausgejagt von dem Barack. Inzwischen habe ich bekommen einen Brief von einem Häftling dort von dem Sonderkommando. Ich soll es übergeben, seine Schwester. Dass er verabschiedet sich mit ihr. Und später sind gekommen viele SS-Männer und haben diese 300 Häftlinge vor dem Barack auf der Straße gestellt. Ich weiß nicht, von was für Gründe. Ich bin mit dem Brief, habe ihn versteckt, auch mit ein Stück Wäsche in der Leichenhalle. Ich weiß nicht, von was für Gründe 15 Häftlinge von diesen 300 herausgenommen waren. Ich habe gesehen den Angeklagten mit Palic und Stiewitz, wie sie kamen zur Leichenhalle. Er sagte mir, ich soll die Leichenhalle verlassen. Ich kam zurück zu der Straße und habe beobachtet, was wird mit diesen Häftlingen, eins mit den 15 Häftlingen, die zur Leichenhalle geführt worden waren, und mit den Rest der Häftlinge, was schon nicht ausgerückt sind, zu der Arbeit. Moment, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also zunächst habe ich Sie richtig verstanden, dass das am 10. Dezember gewesen sein soll, 1942. Ich habe mich nicht geäußert, den 10. Dezember. Im Dezember. Im Dezember 1942. Und da waren Sie damals wo? Ich war damals am Block 7 noch immer und zugeteilt zu der Leichenhalle. Block 7 im Lager B. B1B. B1B. Ja. Ja. B2B. B1B, da oben, ja. B1B. Und da habe ich Sie nun so verstanden, eines Morgens sind die Häftlinge des Sonderkommandos nicht ausgerückt. Ja. Und da hat man 300 Häftlinge verhaftet? Vor dem Barack. Das ganze Kommando und ganze 15 Kommando. Davon? Das war nicht das ganze Kommando, das war eine Schicht von dem Kommando. Eine Schicht von dem Kommando.
Und 15 von diesen 300 hat man in die Leichenhalle geführt. Ich weiß nicht den Zweck, weil es waren nur zwei Burschen aus meinem Heimatort. Ich weiß nicht, warum hat man eben diese 15 rausgesucht. Sie waren keine Vorarbeiter, sondern keine wichtigen Häftlinge. Sie waren ich kam von der Leichenhalle raus und war auf der Straße und hat beobachtet beide Seiten. Vor mir sind, also auf der rechten Seite sind gestanden die 285 Häftlinge und dort waren die 15 Häftlinge. Und zu der Leichenhalle kamen Palic, Stivitz und der Angeklagte. Welcher Angeklagte? Brod. Brod? Ja. Palic, Stivitz, ja? Brod. Und Brod. Und was haben die getan? Also es war ein, wie ist das kann nennen, ein großer Chaos mit denen, weil sie haben sich doch gefiltert, 285 Menschen, die in Sonderkommando gearbeitet haben. Ich verstehe sehr schlecht. Ja, ja Herr Rissmann, ich will es ja gern, ich will ihm gern sagen, dass er Tschechisch sagt, aber ich weiß nicht, ob wir da... Sie haben ihm ja schon mal gesagt, wenn er ein bisschen lauter sprechen würde oder noch ein bisschen mehr sich ransetzen an das Mikrofon. Ja. Also Sie sagten, auf der einen Seite standen 285, jawohl, auf der anderen Seite die 15. Das war schon bei der Leichenhalle, das war das Ecke des Lagers. Ja. Es waren dort viele SS-Männer bei den 284, da es um einen so ein Kommando gegangen ist, das nicht was verlieren zu haben. Sie haben sich gefiltert vor einer Rebellion oder Aufstand. Sie wollten nicht sich formieren lassen. Und dann ist noch gekommen, noch mehrere SS-Leute und sie haben abgeführt die 284 auf der Straße nach Auschwitz. Die 15 Häftlinge, hat diese drei, die ich habe genannt, erschossen in der Leichenhalle. Also vor der Leichenhalle, vor der Türe der Leichenhalle. Und wer hat das gemacht? Wie ich habe gesagt, das war Palic, Stivitz und der Angeklagte. Die drei haben die 15 Leute erschossen. Und was haben da mittlerweile die anderen 285 gemacht? Man hat sie abgeführt nach Auschwitz. Man hat sie abgeführt nach Auschwitz. Ja. Da war bei dem Abführen Broad, Stivitz und Palic nicht dabei. Sie haben die 15 fertig gemacht und sie sind nachher gegangen. Sie haben fertig gemacht die Sache und sind nachher gegangen. Sie haben schon nicht im Lager was gehabt. Ob sie hier haben sie geführt bis nach Auschwitz mitgegangen, das kann ich doch nicht sagen. Ja, waren denn die 285 noch da, als die 15 erschossen worden sind? Die standen noch. Ja. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie haben sie formiert und bis sie haben sie zu diesem Weg also abgeführt. Und Sie haben selbst gesehen, wie man die 15 umgebracht hat? Jawohl. Erschossen hat? Oder haben Sie hinterher nur als Leichen gesehen? Nein, ich habe gesehen, wie sie geschossen haben. Womit haben Sie denn geschossen? Ich bin zwar kein Fachmann auf Gewehr. Mit Gewehren oder mit Pistolen, oder? Sie haben getragen, hauptsächlich Palic, das ist mir ganz bekannt, Sie haben getragen solche auf dem Arm, solche... Kleinkalibergewehre, Jawohl. Er sagt so kleine. Also auf dem Arm, und es war so lang, aber es war ein kleines Automat. Wie groß war es denn ungefähr? Das Gewehr selbst? Ja. Und es war so lang. So lang? Jawohl. Nicht länger? Für ein Gewehr ist das ein sehr Ich kann es nicht schildern, weil ich habe nicht beobachtet. Ich habe mich nie um Gewehre interessiert, soweit. Und haben Sie das um die Schulter getragen, wie Sie eben gezeigt haben? Jawohl. Ja? Jawohl. Mhm. Ja, das hatten Sie mitgebracht und haben die Leute, die 15 Menschen da erschossen und nachher die 280 oder 85 abgeführt. Das waren die andere, der andere Kommando von SS, die sie abgeführt haben, die 285. Ja, und Boat und Palic und Stivitz sind hinterhergegangen, oder wie? Sie sind fertig, das haben sie fertig gemacht und sind weggegangen aus dem Lager. Hm. Und das war, wie Sie sagten, im Dezember 1942. 1942 ist das erste Sonderkommando, das von slowakischen Häftlingen, also hat sich gruppiert. Hauptsächlich von Häftlingen, die vor meinem Transport und hauptsächlich von der Nummer 36.000, die von Lublin, also slowakische Häftlinge, die von Lublin zurück nach Auschwitz kamen, bestanden diese Sonderkommando von diesen Häftlingen. Ja.
Und Sie wissen gar nicht, was den Häftlingen vorgeworfen worden ist, die da erschossen worden sind? Nein, es war mir damals ein Rätsel und heute ist mir weiter ein Rätsel. Aber warum? Sie haben bei Ihrer Vernehmung in Prag den Grund angegeben. Oder in Pressburg. In Pressburg bei Ihrer Vernehmung haben Sie den Grund angegeben. Sie haben damals gesagt, Anfang Dezember 1942 beteiligte sich der Genannte an einer Liquidierung des Sonderkommandos, das wegen Fluchtversuch, in Klammer 300 Häftlinge, liquidiert wurde. Und das habe ich doch auch jetzt gesagt, Herr Vorsitzender. Also, ich weiß ja nicht, warum haben Sie abgeteilt, die 15 von die 300? Das wissen Sie nicht, das wissen Sie nicht. Aber im Übrigen sind Sie waren, auch... Sie waren verraten, diese Burschen, dass Sie wollen den Tag, Sie waren gemeldet, Transporte aus Holland, dass Sie diese, bei dieser Gelegenheit flüchten. Aha. Und der ganze Verrat ist so herausgekommen, dass wir erfahren auch andere Häftlinge, dass sie wollen flüchten und sie haben nicht können doch mehr nehmen, wie das Kommando 300 die Stärke war. Also von dieser Differenz ist es entstanden, dass es verraten wurde. Haben Sie gehört, was aus den 285 geworden ist? Bitte? Was ist aus den 285 geworden? Das habe ich gehört von den Auschwitzer Häftlingen, dass sie liquidiert waren in Auschwitz. Durch mit Injektionen oder im Krematorium. Im Krematorium? Ja, das habe ich gehört. Also, sie waren liquidiert, das ist mal, war mehr wie sicher. Ja, Sie wissen also nicht, wie Sie umgebracht worden sind? Nein. Nein. Und Sie wissen auch nicht, wo? Nur so, wie ich habe gehört. Im Krematorium mit Spritzen? So habe ich es gehört. So. Ich kann es nicht. Ja. Es war 6 Kilometer entfernt. Nun, sagen Sie mal, haben Sie und den Angeklagten Broert sonst noch irgendeinmal beobachtet in dem Lager? Er ist sehr oft gekommen mit dem Angeklagten Broert beim Aufbau der Krematoriums im März, April, also den ganzen Frühjahr und Sommer 1943, also zu kontrollieren, wie die Arbeit dort geht, also wie die als politische Abteilung, ob dort nicht etwas gegen oder wie der odbojte se tam nerobi něco nezákonného, nebo něco tak. Also es war bekannt von den Angeklagten, dass er auch in Häftlingskleider zwischen die Häftlinge gegangen ist. Das war ganz bekannt. Und dann habe ich ihn gesehen, als ein paar Mal mit dem Angeklagten Burger im Lager, noch im B1B und B2B, also mit was für Instruktionen und mit was für ja, Kompostlani. Aufträge und was für Sendungen. Was für Sendungen, ja. Das war mir bekannt. Also die politische Abteilung hat gehabt viele, viele Zugehörige, also sie sind immer gekommen mit was, wenn es war zum Beispiel Fluchtverdacht oder... So Inspektionen auch noch zwischen die SS-Männer, weil man muss verstehen, dass vor die politische Abteilung haben auch die SS-Männer Angst gehabt. Mhm. Es war solche Hierarchie dort, dass es viermal die SS-Männer vor die politische Abteilung Respekt gehabt haben und auch Angst gehabt haben, was es vorkommt, weil es ist klar, dass es viele Schmugglereien und so weiter dort vorgekommen sind und sie haben sich gefühlt, diese SS-Männer von der politischen Abteilung, noch mehr narzisstisch als die gewöhnliche. Also, und sagen Sie mal, haben Sie auch mal erlebt, dass Häftlinge ausgesucht worden sind zum Zwecke der Erschießung bei irgendwelchen Sabotageakten, die in Polen vorgekommen waren? Auch das war, das heißt, dass Sie sind gekommen von der politischen Abteilung mit der Liste. Ich habe schon Vormittag erwähnt. Ja, das haben Sie schon erwähnt. War da der Broert auch dabei? Er ist mitgekommen mit Burger. Der Burger in der ersten Zeit, ich persönlich war der Andachter, ist der Chef der politischen Abteilung. Ich habe persönlich den Graben nicht mal gekannt. Haben gemeint, Burger wäre der Chef der politischen Abteilung. Er war so oft hier und er hat solche eine Fahne gehabt und er hat so alles dort dirigiert, dass zum Beispiel der Eins ist gekommen, der Angeklagte Burger, wenn ich kann zurückkommen zu diesen Angeklagten, zu der Schreibstube.
hat gebracht tausende Listen zu der Schreibstube, zu den Lageschreiber, Kasimir Gorg, mit Entlassungsscheine, sogenannte Entlassungsscheine, der das persönlich Boge gebracht hat. Und da es war solche Prompte und eine sehr große Arbeit, diese Entlassungsscheine zu schreiben, haben sie zu Hilfe genommen von der Hauptschreibstube auch andere Schreiber. Und ich habe etliche Hunderte diese Entlassungsscheine geschrieben. Und es war von Hauptbuch, haben wir müssen schreiben, die Namen, die im Hauptbuch schon evidiert waren wie Tote. Also Entlassungsscheine auf Häftlinge, die Tote waren. Nun, bei jeder Erscheinung von Boga in Birkenau hat man immer etwas gespürt, dass es ist. Also die anderen, was neben Boga gekommen sind, sind mir vorgekommen und auch heute scheint mir so, dass sie waren also ganz unter seine Gewalt und sie haben nicht so ein Recht gehabt wie er. Darum ist mir auch so vorgekommen, dass der angeklagte Boga ein Chef der politischen Abteilung ist. Und zum Beispiel war er auch bei denen habe ich erfahren, da ich in Kontakt war mit den Hirsch, die bei der Liquidierung des tschechischen Lagers, ist wieder so gekommen, dass die tschechischen Juden aus Theresienlager haben müssen schreiben, zwei Tage vor der Vergasung, nach Hause Postkarten. Wann war denn das? Das Schreiben war circa den 5. oder 6. März, haben diese müssen schreiben, ohne Datum, Postkarten nach Hause. Es gelingt mir, zwei dieser Karten ohne Datum, ohne Poststempel, die das politische Abteilung dann nachher Stempel, die Postkarten mit Stempeln bestätigt haben, habe ich diese Bianco ohne Stempel zwei Karten bei der Flucht mitgebracht. Und ich hatte viele Arbeit überzeugen, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, dass diese sind von 8. März auf 9. März vergast geworden, weil auf die Postkarten war Stempel 27. oder 25. April 1964. Also diese Machinationen haben sie gehabt. Und ich habe gehabt Bianco-Karten von zwei vergaste tschechische Häftlinge. Und sie haben gesagt, was erzählst du uns da hier, dass sie am 9. März vergast, sie haben uns doch geschrieben, Poststempel von Birkenau bei Walze und Postbein bei Neuberum ist vom 25. April datiert, März datiert. Also solche Sachen, also das hat der angeklagte Boge, ich weiß nicht, ob es war seine Initiative, also solche Kamouflagen über diese, also es soll nicht in der Welt herauskommen, was ich dort tat. Also wir haben sehr, sehr schwere auch gehabt, dann Überzeugungsdokumente, was ich dort in Birkenau tun. Ja, Herr Zeuge, wieso wussten Sie den Namen von Broad? Ich habe bemerkt am Anfang, dass ich habe ihm nach dem Namen nicht gekannt. Bei der Gelegenheit im Dezember 1942, wir haben ihn erkannt, und damals, wenn er schon öfters gekommen ist, ins Lager später, war wieder für mich auffallend, dass er noch jünger war, vielleicht wie ich, ein junger Mensch, ein fescher Mensch. Und wer sich sehr oft dort gezeigt hat oder wer oft gekommen ist, dann weiß ich von solchen, von Panze, Grauka, Dugstewitz, Bereschol, Barecki, also die waren sehr oft bei uns, also für einen alten Häftling war doch nicht sehr, sehr schwer, den Namen zu. Ja, ist auch der Angeklagte Barecki öfter zu Ihnen gekommen? Sie haben es, glaube ich, eben gesagt, nicht? Ja, nur das, wie ich noch denke auf meine Aussage, habe ich gesagt, er war, wie man es kann nennen, assistieren bei den Isolierstationen, bei dem Block 7. Er war bekannt auch denen, dass er bei jedem solche Sport Vorführungen war und er war auch bei einer großen Selektion anwesend, die 8. Oktober, ich denke den Tag, das war das große jüdische Feiertag im 43er Jahr, wo bei dem ein Arzt hat angeordnet, eine große Selektion im Lager zu machen, selbstverständlich
aus zwischen die Juden. Ich gedenke, die Nummer es war 800 von ziemlich gesunden Häftlingen von 26 Baracken ausgesucht. Und das der Monat Oktober, es war sehr für mich ein sehr viele Ereignisse im Monat. Damals kamen viele, viele Transporte, hauptsächlich von den polnischen Ghettos. Das war dort ein Rummel, dass alle Krematorien gebrannt haben, bis auf eins, das damals nicht in Ordnung war. Und lange Kartenbretzke habe ich noch gesehen, den circa Ende Oktober. Das war wieder, wie Sie hatten es genannt, Repressalien für den erschossenen Rapportführer Schillinger, der, glaube ich, Ende Oktober erschossen war im Krematorium. Also als Repressalien haben sie wieder auf B2D, auf dem Lager gemacht, einen Sport, und die Posten haben von Turm geschossen, war erlaubt. Und in die Tage war bloß so, dass für diesen erschossenen SS-Mann müssen bluten, diese Häftlinge und so weiter. Nie habe ich ihn gesehen, erschießen einen Häftling oder... Kannst nicht verstehen. Also ich habe ihn nicht gesehen, erschießen, keinen Häftling, aber er war anwesend, immer bei diesen Sportprozeduren. Ich glaube, es war zu jung, es hat ihm so gut gepasst, hey, immer anwesend bei diesen zu sein. Ja, also Sie sagen, es hat ihm gepasst, immer bei diesen Selektionen anwesend zu sein. Hat er denn da auch etwas getan dabei? Nur so wie die Methoden, die RSS-Männer waren, also sie haben also die Macht über uns doch gehabt, also los, los und dalli und so weiter. Und sie haben sich eine Passion, ein Gelächter gemacht, also wie sie haben das genannt, mit Verzeihung, die Scheißkerl, geht's schon los, das, ihr seid auch schon so zu nichts hier. Und er hat sich nicht, er hat sich nicht unterschieden von den anderen, von den jungen SS-Männern, die bei solchen Sachen assistiert haben. Und ich glaube, dass er war so initiativ, dass er nach meiner Information war auch bei den Rampen. Ich weiß nicht, ich habe ihn nie dort gesehen. Er war dort, er war überall. Aber ich habe ihn nie gesehen, einen Häftling schießen. Das, glaube ich, habe ich nicht mal in meiner Aussage gesagt über den Angeklagten Baretzky. Ja, nun sagen Sie mal, Sie hatten uns gerade von diesem Sport erzählt, der als Repressalie für den ermordeten SS-Angehörigen Schillinger vorgenommen worden ist. Hat er diesen Sport selbst befehligt? Hat er da die Befehle gegeben? Oder hat er nur dabei gestanden? Ich glaube, zu dem Befehl zu seinem Sport war er nicht ein... seine Funktion gehabt, dass er hat können für 26 Baracken, also für 12.000 Häftlinge Sport machen. Ich glaube, es war dort damals höhere Chargen, die von dem Tor dirigiert haben, was man soll tun. Und ich weiß, dass er damals war bei der Schreibstube ein Basen zu diesem Zweck gemacht, dass man auch durch die Häftlinge auch im Wasser geschmissen und es scheint zum Beispiel sehr oberflächlich sein, Sport das zu nennen. Aber bei diesem Sport sind viele, viele Häftlinge, wie Sie haben gesagt, nach Ihrer Terminologie kaputt geworden. Ja, Sie hatten bei Ihrer richterlichen Vernehmung gesagt, er beteiligte sich an diesem Sport. Womit hat er sich beteiligt? Wenn Sie sagen, da waren höhere Chargen da, die die Befehle gegeben haben, was hat er denn da nun eigentlich getan dabei? Hat er bloß herumgestanden oder was hat er gemacht? Es war so, dass ich habe erwähnt, dass sich 26 Baracken haben sich müssen an diesem Sport beteiligen. Sport beteiligen. Also jeder hat ein Barack oder zwei Baracke ein Patronat bekommen über diese. Also hat sie herumgejagt. Und das hat er auch gemacht? Hat er auch gemacht. Und welche Baracke hat er denn bekommen? Wissen Sie das noch? Ich war damals am Block 9, das
Ich glaube, dass es war so vis-à-vis Block 12 oder 10. Sie haben auf Block 9 gearbeitet, 9, ja. Nicht? Ja. Und dieser Block war es nicht, der damals von Baretzky gejagt worden ist. Das kann ich gar nicht sicherlich behaupten. Das wissen Sie nicht. Weil Sie nämlich gesagt haben, zwei, die diesem Sport erlagen, waren aus Baracke 9, wo ich Schreiber war. Also wenn er die Baracke 9 nicht zu befehligen hatte an diesem Tag, hat er ja die auch nicht zum Erliegen gebracht, die zwei. Ich wollte mit der Aussage so sagen, dass dieser Sport viele Tote gebracht hat. Und ich beweise nur das, dass mit der Aussage, dass auch vom Barack, wo ich Schreiber war, nach diesem Sport Tote waren. Aber ich habe nicht behauptet, nicht mal vorher, nicht jetzt, dass der Angeklagte... Dass der Baretzky die umgebracht hätte. Dass er hatte den neuen Barack zur Verfügung damals gehabt. Mhm. Aber er war sehr initiativ in den... Mhm. Und er hat sich sehr gut dort bewegt und er hat... sehr viele Bekannte zwischen die alten Häftlinge und die Blockältesten gehabt, da er auch ganz gut Polnisch gesprochen hat. So, haben Sie ihn selbst sprechen hören? Jawohl. Polnisch? Polnisch. Also diese Terminologie, was im Lager war, also nicht keine... Also was wir bisher von ihm an polnischen Ausdrücken gehört haben, das war eigentlich sehr mager. Das war nicht viel. Na, also, was für schon der Wortschatz und was zum den Lager Wortschatz gehört, das war doch nicht viel. Also, es war sehr gut. Ich wiederhole mit den Blockältesten. Ich weiß nicht warum mit den Häftlingen. Es war sehr gut mit den Blockältesten, den ich mich sehr gut erinnere. Polnische Häftling Alfred Zabielski, auf den ich auch die Nummer ganz gut mich erinnere. 20.779 und der Angeklagte wird sich gewiss äußern, ob er diesen Blockältesten gekannt hat. Wissen Sie, ob er auch ukrainisch gesprochen hat? Das ist ein Akzent, wie ich im Gedächtnis, es war so ein gemischtes Polnisch und gemischtes Ukrainisch und ich glaube, wie damals hat man gesagt, das ist einer ist geboren aus Rumänien, von ukrainischen. Ich habe es nicht können unterschätzen, weil damals was Russisches, was Ukrainisches. Ja, und bei dieser Räumung des Theresienstädter Lagers vom 8. auf 9. März, da war er zwar, wie Sie uns erzählt haben, auch auf diesem Platz dort in dem Lager. Da waren hunderte SS-Männer, kann ich sagen. Wenn ich nicht übertreibe, hunderte SS-Männer haben dort das Ganze hat gedauert, circa 2 Tage die Vorbereitung bis zur Liquidierung. Also jeder war dort fast anwesend, von denen, die nicht im Dienst waren und so weiter und so weiter. Und ich habe den gesehen, als auf den Straßen haben sie solchen Spalier manchmal gemacht, dann haben sie den Theresientransport übertragen in ein anderes Lager dort. Und ich habe ihn bloß gesehen bei der Vorbereitung der Aktion für die Gaskammer. Es war Tag vor denen. Wie alles vorbereitet war und den Tag auch, habe ich den Angeklagten gesehen. Das als Assistent ja. Und sowas. Es war doch schon nicht so wichtig, da die waren verurteilt doch zum Tode. Nun, haben Sie auch den Angeklagten Schlage gekannt? Mit dem Schlage habe ich mich getroffen, das erste Mal gleich bei meiner Ankunft. Wir haben die sowjetische Kriegsgefangene zusammengetragen, also die tote sowjetische Kriegsgefangene. Wir haben damals so ein Uskokolaiku, so ein Gleise gebaut und in, bitte? Eine engspurige mit Stachima Vosikama. Mit Wägelchen. Mit Wägelchen und dort haben wir die sowjetischen Kriegsgefangenen reingeschmissen und rechts, wo das Krematorium dann 3 oder 4 gestanden ist, dort war eine große Grabe und dort haben wir... Eine Grube und da haben sie verbrannt.
Bitte? Da haben sie die Leichen verbrannt. Nein, wir haben sie nur hereingeschmissen. Wir haben sie nur hereingeschmissen. Ich war in keinen... Und wo haben sie die denn aufgelesen? Wo kamen die denn her? Die sowjetische Kriegsgefangene. Ja. Wie ich kam, waren dort damals ca. 600 sowjetische Kriegsgefangene im Barack 7. Und wie ich mich damals mit ihnen, wie ich habe sie können verstanden in der Zeit, da ich nicht Russisch verstand, es waren etliche Transporte per Jahrhundert, die noch in 41er Jahren, so fast Oktober oder November, bei Minsk und die Vitebsk verhaftet waren. Die Zahl dieser Häftlinge, Kriegsgefangene, war 12.000. Und also ich sage, das war der Rest, wie wir gekommen sind. Das war im März, also nach halbem Jahr. Sie haben in schweren Bedingungen dort angefangen und gelebt unter dem hohlen Himmel. Das war der Rest von den 12.000 Kriegsgefangenen von Minsk und Witebsk, die in Gefangenschaft gefallen sind in Oktober 1941. Bei meiner Flucht habe ich gekannt von diesen Kriegsgefangenen bloß 17, die in den Brotkammer und in der Küche angestellt waren. Das war der Rest, den ich gekannt habe. Nur damals war anwesend der Angeklagte Schlage, damals habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt, da sich er persönlich vorgestellt hat. Wie kam das? Ich kann schlagen, weil ich heiße Schlage. Und wo war denn das, wie Sie ihn da gesehen haben? Das war im Lager B1B. B1B? Das war im Frühjahr 42. Im Frühjahr 42. Später habe ich ihn erkannt, das war... Ist das richtig, im Frühjahr 42? Oder können Sie sich da nicht irren? Nein, ich irre mich nicht. Denn Sie haben gesagt, bei Ihrer Vernehmung in Pressburg, das erste Mal sah ich ihn Anfang Dezember 1942 beim Abführen von 284 Häftlingen. Auf B2D war er schon, das war im zweiten Lager. Da haben Sie gesagt, das erste Mal hätten Sie ihn im Dezember 1942 gesehen. Heute meinen Sie, es wäre im Frühjahr 1942 gewesen. Das erste Mal habe ich gesehen bei den Haufen der russischen Kriegsgefangenen. Ja. War wann? Das war im Frühjahr 1942. Im Frühjahr 1942. Ich war dort etliche Tage. Da ich bin dann zurück nach Hauptlager, Stammanlage Auschwitz und von dort nach Buna. Damals war der Angeklagte schon damals dort. Habe ich mich schlecht geäußert, aber... Ja. Ja, ja. Ich gedenke, meine Aussage war so, dass ich habe ihn gesehen bei der Liquidierung der 49 Burschen aus Krakow, bei den Transporten, wie von Benzin nach Sosnowitz aus Ghetto liquidiert waren. Damals war Schlage mit den Blockführer oder Rotenführer Lauschmann zusammen auf der Straße. Ich denke auf meine Aussage. Und dieses Kommando, das Planierungskommando von 50 Häftlingen, bei diesem Transport haben verlangt Brot von den Opfern, die schon in Gas gegangen sind. Und der Lauschmann. Wo waren denn diese Gefangenen, die da ins Gas gehen sollten? Bitte? Wo waren denn die russischen Kriegsgefangenen, die ins Gas gehen sollten? Sie sagten doch eben, man verlangte Brot von denen, die ins Gas gehen sollten. Das war von den Ghetto-Juden aus Benzin in Sosnowitz. Also sie hat mit Lastwagen geführt durch die Hauptstraße beim Lager B2D. Wo kamen die direkt von? Von Ghetto. Vom Ghetto. Vom Ghetto. Das war immer so eine Praxis, dass man die Lastwagen, sie haben sich vielleicht einmal umgedreht, also sie haben gebracht 2000 und bis es vergast war, sind sie wieder zurückgekommen. Und damals hat es auch gedauert, vor 2 Tagen. Und wie die letzte Kolonne gegangen ist, waren schon die Kommandos draußen und der Lauschmann war mit den, ich weiß nicht, ob es ganz sicher, ob er zugehört hat, bis als Blockführer oder als Kommandoführer des Kommandos, Planierungskommando, haben die jungen Burschen verlangt von den Insassen in den
Lastwagen schickt, schmeißt uns Brot, ihr werdet es auch so nicht brauchen. So in so einem Ton haben sie das gesprochen. Ich war ein paar Schritte von denen und der Laufmann hat es konfrontiert, wer es gesagt hat und so weiter. Und Schlage war weiter, also ich weiß nicht, ob er zugehört hat, damals typisch zu der politischen Abteilung, er war damals hin, also ist er zu gesprungen und hat gefragt. Der Schlage. Was ist da los? Nur nach langer Konfrontierung, es hat ganz lange bedauert, haben die beiden Bescheid gemacht, dass es ist, dass sie haben verraten etwas hier, dass die Leute gehen ins Gas oder was. Außerdem Unterkapo, der dort war, bei den 50 Häftlingen sind alle 49 ausgezogen geworden, schon dort am Weg und in der Gaskammer als Warnung wegen dem, dass man verratet hat, wo die Leute gehen. Das heißt, habe ich den Schlager wieder dort gesehen. Die 50 Häftlinge, die da gearbeitet haben und die den anderen zugerufen hatten, auf den Wagen, gebt uns euer Brot, ihr braucht doch keins mehr. Ja, die hat Schlager zusammen mit dem anderen Lauschmann, hat Schlager mit Lauschmann sich ausziehen lassen und hat sie in die Gaskammern gebracht. Außer dem Unterkörper. Bitte? Und? Außer dem Unterkapo. Weil der Planierungskommando war verteilt auf circa 6 oder 7 Kommandos per 50 oder mehr Häftlinge. Also eine Gruppe von dem Planierungskommando. Und was haben die damals gearbeitet, Planierungsarbeiten gemacht? Sie haben gerade die Straße repariert und der Rest hat schon gearbeitet auf den neuen Bauabschnitt 3. Und der andere Teil hat schon gearbeitet auf die Rampe. Auf die gerade Gleise, die ins Krematorium geführt hat, für Vorbereitung für die ungarischen Juden. Ja, und damals wussten Sie schon, dass dieser Mann Schlage hieß? Ganz sicher. Und was hat er denn damals für eine Funktion gehabt, dieser Schlage? War er Wachmann oder war er Blockführer oder war er sonst etwas? Nach meinem Wissen damals habe ich gewusst, dass er als Angehöriger der politischen Abteilung oder eines in Auschwitz und dass er sich dort bewegt und dass er ist der Chef am Block 11, ob er gehört hat zur politischen Abteilung oder war wirklich der Chef. Er hat diese Fame gehabt und er hat sich übertragen. Die hat sich übertragen. Auch von den Häftlingen habe ich es gehört, die im Bunker waren und glücklicherweise von dem Bunker, vom Block 11, noch ins Lager zurückgekommen sind. Ja, das haben wir doch gewusst, wer. Ja, sagen Sie mal bitte, wann war denn das ungefähr mit dieser Arbeit auf der Rampe? Da, wie Sie, von der Sie eben sprechen, wo da diese Lastwagen vorbeigekommen sind mit den Juden aus dem Ghetto. Es kann sein September oder Oktober 1943, aber das Kommando, die hat schon ein bisschen vorbereitet, in der Zeit ist schon das Planierungskommando in eine größere Maße, in eine größere Stärke schon damals gegangen, von der Rampe zu dem Hauptturm und von dort die Gleise bis zum Krematorium vorbereitet. Sie meinen im September und Oktober 1943? Ja, ich bis weit mir das Gedächtnis noch. Und wissen Sie, ob Schlage damals schon im Block 11 war? Oder ob er wieder weg war von Block 11 oder was mit ihm los war? Ich muss aufrichtig sagen, meine Informationen waren von der Stammlage. Ich habe mich befasst mit Informationen von Birkenau. Das, was ich im Stammlager, diese Funktion, es war für die Häftlinge in Birkenau nicht interessant und jeder hat sich also gefürchtet vor dem, dass er einmal in den Block 11, das war so eine Fame, hereinkommt und hauptsächlich ein jüdischer Häftling, der sehr schwer, und ich kenne sehr wenige, die von dem Block 11 aus dem Bunker herausgekommen sind.
Also die Fahne war so, das ist der Chef vom Block 11, ob er war oder nicht. Ob er war der Blockführer oder eine andere Funktion gehabt hat, kann ich nicht beweisen. Der Name war dort, das kann ich beweisen, es war der Schreckname. Das war der Schreckname, also Frage der... So infame hat er gehabt, er spielt sich nicht sehr lange mit keinem Häftling. Also er ist nicht neugierig, ob er noch etwas wird wissen von ihm oder herausziehen. Er macht es gleich. Also, er tötet ihn gleich. Nun sagen Sie mal, was war das mit dem Abführen der 285 Häftlinge? Waren das die, von denen Sie vorhin sprachen, nämlich dieses Sonderkommando, von dem 15 gleich erschossen wurden und 285 weggeführt wurden? War da der Schlager auch dabei? Ich gedenke schon nicht. Nicht? Weil Sie nämlich bei Ihrer Vernehmung in Pressburg gesagt haben, das erste Mal sah ich ihn Anfang Dezember 1942 beim Abführen von 285 Häftlingen, die er nach Auschwitz in den Tod begleitete. Ich kann mich ganz erinnern und ich sage, damals waren nach meiner Meinung wenigstens 30 oder 40 SS-Männer auf diese 285 Häftlinge. Da wissen Sie nicht, ob der Schlager dabei war? Nein, das kann ich nicht. Ich kann nicht das sagen, wissen Sie nicht. Hat er auch mal irgendwo selektiert oder bei einer Selektion mitgewirkt, der Schlager? Ich will klar machen, vielleicht die Literatur spricht etwas über etwas anderes, über Birkenau, aber der eine Funktion in Auschwitz gehabt hat, außerhalb der politischen und hauptsächlich in der politischen Abteilung, der war auch, wie man sagt, ein Herrgott in Birkenau. Also bei jeder Aktion hat können jeder Funktionär von Auschwitz nach Birkenau kommen. Sie waren dort die Herren über den Tod, Leben der Häftlinge. Ja, und das glaube, ist theoretisch möglich. Ich will von Ihnen nur wissen, ob Sie ihn gesehen haben dabei. Also die Selektionen im Stammlager, bis ich war am Block 7, dort habe nur bei die Ärzte und mit SDG, ich wiederhole, das waren keine Selektionen, das waren Abführen ins Krematorium. Und in neuem Lager schon dann im B2D, also ausgesprochen bei den Selektionen habe ich ihn nicht gesehen, aber wenn Selektionen waren, ist er dort immer, habe ich ihn auch gesehen, zu promenieren und so weiter. Nur es war ganz leicht dort auch, die Praxis war so, dass es hat genügt, zum Beispiel auch eine niedrigere Charge, wie damals der Angeklagte war, herausziehen vom Barack, das weiß ich, 10 oder 20 Häftlinge und sagen, du bist arbeitsunfähig und wirst in Krankenbau fertig. Das war nicht nur für die Ärzte oder für SDG, damals in der Herr über das Leben und das Tod in Birkenau war jeder Blockführer. Ja, aber selbst gesehen haben Sie ihn bei derartigen Dingen nicht. Nein. Nun, wie war es denn mit Sport machen? Hat er sich daran beteiligt? Nun, dort hat er sich vielmal beteiligt. Ich glaube, es war ein Mensch, der sie sehr gern gehört hat und der vielleicht das erste Mal im Leben auch über anderen geherrscht hat. Nein, meine Hinsicht an das, er hat sich amüsiert bei solchen Sachen, dass er hatte können, was weiß ich, 50 andere Menschen in der Bohibuse, der Stadt. In Bewegung setzen und so weiter, dass er solche Macht hat. Er ist mir vorgekommen, sehr primitive diese Methoden, damit er sich als uspokoit, beruhigt, befriedigt. Haben Sie einmal gesehen, dass die Häftlinge, mit denen er Sport getrieben hat, ums Leben gekommen sind? Ich muss das generalisieren, bei jedem Sport dieses Experimente waren immer Tote. Sport war zu denen geeignet, es waren doch Häftlinge, die fast Muslime waren, nach der schweren Arbeit unternährt. Also es war so, dass nach diesem Sport etliche Häftlinge immer tot waren. Und wenn nicht, waren sie in solchem Stand, dass sie noch ein, zwei Tage etwa im Krankenbau oder wo
verstorben sind. Haben Sie gesehen, dass er auch auf der Rampe beim Ankommen von Transporten Dienst machte? Ich war nie auf der Rampe. Sie waren nicht auf der Rampe. Haben Sie im Jahr 1943 gesehen, als die Transporte aus den nahegelegenen polnischen Orten mit Autos ins Krematorium kamen, haben Sie ihn da gesehen? Das habe ich ihm gesehen, da dass viele Organisatoren waren nun bei diesen Transporten, die nicht durch, mit der Bahn gekommen sind, also von Griechenland oder von Holland oder von Frankreich. Haben Sie müssen also zabezpečit prostě nějak. Sichern. Zabezpečit nějak variadný chod té roboty. Sichern, Ordnung und machen und so weiter, und das, damit niemand sich nähert, damit niemand herausspringt und so weiter, damit jetzt alles vertuscht wird bis die letzte Minute, bis sich die Krematorium, wie sich die Gaskammer öffnen. Nur abgezählt, jeder hat dort gezählt, die Lastautos zum Beispiel, wie viel gekommen sind, wie viel zurückgehen und so weiter. Das hat gehört für die politische Abteilung, diese organisatorische und die typische Pressenost. Genauigkeit und so weiter. Die Genauigkeit, was sie alles eingeschrieben haben und so weiter und so weiter. Und sie müssen doch nach Berlin schicken, Bescheid, wie was passiert ist. Es war jeder Schritt dort notiert. Ja. Und von diesen Leuten, die damals von Schlage und Lauschmann ins Gas geschickt wurden, stammten da auch welche aus Ihrer Baracke? Sie stammten am Block vom Block 9, und das war damals eine, ich kann nicht sagen Ironie, weil Ironie war das Ganze. Wir haben bloß bekommen von der Schreibstube die Nummer, also die Fetzen, wo die Nummern waren, und haben sie identifiziert auf der Hauptschreibstube, von welchem Barack die Nummer waren. Ja. Und von, nach denen haben sie dann zugeteilt die Nummer dem Blogschreiber, und der hat müssen dann abends abmelden von dem Stand. Und Auch eine Todesmeldung, Totenmeldung wieder aufschreiben. Und was musste für einen Todesgrund, eine Todesursache? Wie ich mich erinnere, habe ich dort wieder benutzt, diese Totenmeldung auf der Flucht erschossen, aber ich bin nicht ganz sicher, aber es ist nicht vielleicht wichtig, was für die Diagnose dort damals war, aber ich glaube, auf der Flucht erschossen. So. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Haben Sie mal, bitteschön. Herr Zeuge, wie viele Häftlinge hat der Proat von den 15 Häftlingen des Sonderkommandos erschossen? Ich werde aufrichtig sein, ich habe solche Frage erwartet. Ich bin kein... Es ist nicht keine... Ich bin nicht... Ist keine... Ich werde so antworten, ich bin kein Filmregisseur. Ich soll können beschildern, wie das Ganze war. Und wie viel von diesen hat Broad geschossen? Es war eine Entfernung. Bitte? Sie können es nicht sagen. Nein, ich kann diese Zahl von diesen, wie viel, ob 14 haben diese zwei geschossen oder er, aber sie, alle drei haben abgehabt, diese von den Schultern haben sie gehabt, das Gewehr. Also Boas hat auch ein Gewehr gehabt. Jawohl. So. Und Sie haben gesehen, dass er mindestens einen erschossen hat, selbst eigenhändig. Nur es, wie das Feuer habe ich gesehen von drei Pistolen gehen. Sie haben das Feuer gesehen von drei Gewehren, wollen Sie sagen. Ja, okay. Haben ganz sicher. Haben denn diese drei gleichzeitig geschossen? Bitte? Haben die drei Schützen gleichzeitig geschossen? Auch gleichzeitig. Gleichzeitig. Manche haben sich gebückt, manche haben wollen noch flüchten. Das ist, niemand will sich erschießen lassen. Und das Ganze hat sich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, im Freien abgespielt. Vor der Leichenhalle. Vor der Leichenhalle. Vor der Türe der Leichenhalle. Dass alle es sehen konnten. Alles. Auch alles die 285. In 42er Jahren hat man alles können sehen, Herr Fenner. Sie haben sich nicht geniert vor den Häftlingen, das was zu machen. Herr Wetzler, Sie hatten vorhin den Namen eines Häftlingsschreibers Kasimir Gork genannt. Jawohl. Wissen Sie zufällig, wo er sich heute befindet? Nein. Ich weiß, von wo er gestammt hat, von wo er war und wann er gekommen ist im Lager. Woher stammte er?
Ich glaube, also, wir sind dort informiert, einer von anderen war aus Warschau, er war ein Bankbeamter, nachdem er gesagt hat, und hat gehabt circa Nummer 31.000 und über 31.000, also ist nach mir im Lager gekommen, wie ich noch. Ja. Welchen Dienstgrad hat damals der Angeklagte Schlage gehabt, als dieser Vorfall war, an dem auch ein anderer SS-Mann nach Ihrer Darstellung beteiligt war, ein anderer S-Mann namens Lauschmann? Welchen Dienstgrad hat er Schlage? Dienstgrad, welche Charge? Ich habe viele Dokumente bei meiner Flucht, aber ich habe keine Uniform gekannt. Ich soll unter uns war wichtig, ob er Pottführer oder ob er was ist oder Unterscharführer. Ich habe nicht mal gewusst, was für Rand hat der Höss oder der andere. Also ich kann nicht sagen, wir haben gewusst von dieser Funktion, was wir hat. Und ich wiederhole, ich bin kein Kenner in der SS. Das nicht mehr, Herr Wetzler, ich frage dann anders. Wer hat das Kommando geführt, Schlage oder der Lauschmann? Oder waren beide selbstständig für Ihr Kommando zuständig? Wer das abgeführt? Das Kommando, wer da der Befehlsgeber war von beiden. Ich bin doch nicht ganz nahe gestanden, wie es war dort, dass der Telamogen Brett pokladet hat. Ich nehme an, dass der Schlage war dort als Organisator dieses wegen dem Transport von den Ghetto, wie gekommen sind, und Lauschmann war dort, glaube ich, als Kommandoführer, also. Er hat sich nicht mit dem befasst, er hat es bloß gesagt, also nach den Gestikulationen gesehen, abführen ins Krematorium. Und das war eine ganze bekannte Historie im ganzen Lager. Ich weiß nicht, ob die Häftlinge, die Zeugen vor mir ausgesagt haben. Nein, das ist bis heute noch nicht geschildert worden. Bitte? Das ist bis heute noch nicht geschildert worden. Was? Ich habe keine Frage. Alles Gericht sonst noch Fragen? Herr Staatsanwalt. Herr Wetzler, können Sie noch beschreiben, wie Schlage damals ausgesehen hat? Ob er alt oder jung, groß oder klein war? In mittlerem Alter? Ja. Also ich nehme von damals den Standpunkt, dass ich 23 Jahre alt war, 24 Jahre, also für mich ein 35er Alter war schon ein Mittelalter, oder kann ich sagen, älterer. Ein älterer. Und haben Sie noch eine Vorstellung über seine Körpergröße? Das war nicht so hoch wie ich, aber ganz... Stark und hatte einen strengen Ausdruck. Strengen, harten, stupiden Ausdruck. Dann hatte ich Sie vorhin in einem Punkt nicht richtig verstanden. Hatten Sie den Namen des Angeklagten Broad schon gekannt bei diesem Vorfall im Dezember 1942 oder haben Sie den Namen als solchen erst später erfahren? Nein, das habe ich gesagt auch Vormittag, dass ich visuell ihn gesehen habe damals und dann wir mehrere Male mit Bogen und anderen ins Lager gekommen sind, haben wir erfahren, das wieder heißt. Und mich hat es persönlich sehr interessiert, dass diese Leute, junge Leute, also in meinem Alter, entscheiden über mein Leben. Und es hat mich nicht so empört, bei den älteren, also 40-jährige Leute, die habe ich gewusst, das gehören zu dem Ausschuss der Unterwelt. Aber bei diesen Leuten war es mir doch, dass der Mensch, der in diese Zeit gekommen ist zur Welt, wie ich, soll jetzt kann entscheiden über mein Leben, habe ich mich. Also Sie haben ihn von Ansehen her gekannt und haben dann erfahren, dass sein Name Broad ist. Ja. Und war das nun noch vor diesem Vorfall im Dezember 1942? Nein, das war nachher. Das war im Jahre 43. 43. 43, Herr.
ist genug oft ins Lager gekommen. Und er war auch oft ins Frauenlager gekommen. Dort ist er sehr gerne gekommen. War Ihnen an Broad außer seinem Alter irgendetwas Besonderes aufgefallen? Es war ein ziemlich ganz hoher, fescher Mensch und Augengläser getragen. Das war mir sehr, dass auch solche zum Militär oder auch solche nimmt man an. Und damals habe ich gewusst, das ist nicht die spätere Information, weil ich habe die Dokumente, ich kann es beweisen, dass ich habe vieles gewusst und ich habe über ihn erfahren, dass er überhaupt kein deutscher Staatsangehöriger ist und mich noch mehr. Haben Sie das damals schon im Lager erfahren? Dass jawohl. Er kein deutscher Staatsangehöriger ist. Waren bei dies? Ja, wollen Sie noch etwas sagen? Ich habe nicht von ausdrücklichen Staatsangehöriger, er ist nicht also in Deutschland geboren. Nicht vielleicht in Deutschland. Hat er gehabt schon die Staatsangehörigkeit nach den Eltern oder was? Befanden sich bei diesem Sonderkommando auch persönliche Bekannte von Ihnen? Ja, selbstverständlich. Ich habe es schon erwähnt in der Früh, dass es waren eine Gruppe von slowakischen Burschen, die mit mir gekommen sind, also die Nummer, fortschrittende Nummer 29.000 gehabt haben, aber die größere Zahl von diesem Kommando waren auch slowakische Häftlinge. Jüdische Häftlinge, die nicht geradeaus nach Birkenau gekommen sind, aber nach Lublin. Und Lublin mit der Nummer 36.000 in Birkenau wieder nach Birkenau kamen. Also slowakische Juden, die noch vor mir deportiert von der Slowakei waren, aber nicht nach Auschwitz kamen, nach Lublin und von Lublin nach Birkenau. Ja. Ich frage Sie deshalb, weil Sie bei Ihrer richterlichen Vernehmung in der GSR angegeben hat, zwei Namen genannt hatten von Häftlingen, die sich bei den 15 befanden, jawohl, die in der Leichenhalle erschossen worden sind. Jawohl. Jawohl. Können Sie noch die Namen sagen, um wen es sich dabei gehandelt hat? Es waren zwei Burschen, die mit mir aufgewachsen sind. Das war ein gewisser Wagner und Spitzer, die wir als einer war es mit mir als Leichtathlet und später als Fußballspieler. Spitzer und Wagner, wenn ich kann mich noch gut erinnern, aber es waren mehrere von meiner Heimat, aber auf die zwei Burschen erinnere ich mich, da wir in einer Straße aufgewachsen sind und gelebt haben. Die befanden sich unter den 15, unter die in der Leichenhalle erschossen worden sind. Jawohl. Und hatte ich Sie richtig verstanden, Sie selbst hielten sich in der Leichenhalle auf, als diese Erschießungen vorgenommen wurden? Nein, ich war dort. Nein. Und man hat mich... Ja, ich bitte um Entschuldigung, ich habe nicht alles richtig verstanden. Er hat ihn hinausgejagt vorher. Also Sie waren vorher da und mussten die Leichenhalle verlassen. Ja. Die Erschießung war auch nicht in der Leichenhalle, sondern sie war vor der Leichenhalle im Freien. Und jeder konnte sie sehen, auch die 285, ja, die noch da standen. Das war mir klar. Ich wollte nur wissen, ob der Zeuge auch im Zeitpunkt der Erschießung noch in der Leichenhalle war. Aber ich habe jetzt gehört, er ist dann vorher rausgejagt. Und dann eine letzte Frage noch. Sie nannten den Namen Stiewitz vorhin im Zusammenhang mit diesen Erschießungen. Wissen Sie noch, welche Funktion Stiewitz damals gehabt hat und woher Sie ihn kannten? Herr Stiewitz war sehr bekannt und ich kann ihm vielleicht den Palitsch mit Stiewitz schildern als zwei typische Filmschauspieler. Sie waren sehr fesche Menschen. Sie haben Funktion gehabt, Rapportführers. Und sie haben sich sehr oft bei den Selektionen bei uns und hauptsächlich im Frauenlager, also teilgenommen. Und Palitsch war bekannt, dass er, wann er hat wollen und wie er hat wollen, hat er geschossen. Ja, mich interessiert also vor allen Dingen Stiewitz. Wissen Sie, ob der schon bei Ihrem Eintreffen in Auschwitz oder in Birkenau als Rapportführer tätig war? Oder können Sie sagen, wann er diese Funktion übernommen hatte?
Das kann ich nicht. Das sind, jedenfalls im Dezember 1942, das sind Sie sicher, war er als Rapportführer oder in einer ähnlichen Funktion tätig? Ja, so haben wir genannt, als Rapportführer. Ja. Und glaube ich später, in Raum 40 hat seine Funktion übernommen, Schillinger. Das hat sich ganz rasch dort auch geändert. Und gut, danke schön, ich habe sonst dann. Herr Rechtsanwalt. Herr Wetzler, könnten Sie uns bitte kurz schildern, wie Ihnen die Flucht aus Auschwitz gelungen ist? Tja, also wir haben es ja neulich schon mal exerziert. Ich kann antworten mit einem Wort. Ja. Ohne Hilfe der SS-Männer. Ja. Nun, sind Sie dort heimlich ich weggelaufen? Etwas oder? Konkreter fragen. Sind Sie mit einem Herrn Wrüber geflüchtet? Jawohl. Sind Sie in die Tschechoslowakei dann geflüchtet? Slowakei, ja. In die Slowakei? Ja. Haben Sie zusammen mit Herrn Wrüber einen Bericht über Auschwitz angefertigt nach Ihrer Flucht? Ich habe ihn mit. Herr Vorsitzender, ich muss dazu ein Wort sagen. Verzeihung, darf ich bitte ausreden? Ich muss dazu ein Wort sagen. Dieser Bericht ist ein historisches Dokument von außerordentlicher Bedeutung. Das ist wahrscheinlich der erste Bericht, der von einem Häftling aus Auschwitz herausgekommen ist. Und mir scheint dieser Bericht ging damals auch nach Ungarn und hat dazu beigetragen, dass einige Hunderttausend von Juden wahrscheinlich nicht nach Auschwitz gekommen sind. Dieser Bericht wurde dem Papst vorgelegt und wurde den verschiedensten europäischen Regierungen vorgelegt. Was wollen Sie? Ich widerspreche den weiteren Ausführungen. Wer sagt denn sowas? Wo steht denn geschrieben, dass Sie mich hier unterbrechen können und von mir verlangen können, dass ich zum nächsten Mal das Wort entziehe? Nein, er stellt ja gar keine Frage. Er begründet, warum er diesen Bericht vorgelegt haben will. Das steht ihm doch zu. Gut, bitte. Ja, bitteschön. Ich habe das eben kurz angedeutet, die Bedeutung dieses Berichts. Und ich möchte jetzt zunächst die Frage an den Zeugen stellen, ist das das Original dieses Berichts, Herr Zeuge? Ist das der Originalbericht oder ist das ein Abdruck? Das ist Fotokopie aus Washington. Eine Fotokopie aus Washington? Ja. Ja, und wo ist denn der Originalbericht? Bitte? Wo ist das Original? Beim Präsident Truman damals geblieben, in Washington. Ja. Und der erste Original liegt in Ungarn. Es war zweimal geschrieben. Erstes Mal als Warnung für die ungarischen Juden am 27. April 1944, also drei Tage nach Überschreitung der Grenze. Und das ist schon das verbreitete Dokument. Nachher uns gekommen sind noch zwei Flüchtlinge von Auschwitz am 27. Mai 1944. Ist denn das geschrieben vor Beendigung des Krieges? Ja, 27. April 1944. Ich meine auch dieses Buch, was Sie da hier haben. Sie sagen doch von zwei Exemplaren. Das eine, was Sie zuerst geschrieben haben, und das andere, was später geschrieben worden ist. Das alles war noch im Krieg. Das war alles noch im Krieg. Eins war geschrieben 27. April 1944 und die zweite Nachricht hat der päpstliche Nuntius genommen 7. Juli 1944. Während des Krieges in Amerika veröffentlicht worden und teilweise bekannt geworden. Es ist überhaupt die erste Nachricht in der Kulturwelt über diese Vorgänge in Auschwitz gewesen. Mhm. Und hat insofern, gerade mit Rücksicht auf die Authentizität der Angaben dort, ich kenne es aus Amerika, war um diese Zeit dort interniert, eine besondere Bedeutung. Mhm. Ja, also und was wollen Sie nun, Herr Rechtsanwalt, dass er uns diesen Bericht übergibt? Dass dieser Bericht übergeben wird und dass das Gericht, wenn Sie dazu in der Lage sind und dieses Exemplar entbehren können. Und ich behalte mir vor, zu gegebener Zeit noch einen Verlesungsantrag zu stellen. Na, geben Sie doch mal das Buch her vielleicht, ja? Damit wir in englischer Sprache. In englischer Sprache. Na, geben Sie es mal her. Ja, und wer hat es denn geschrieben? Verstehen Sie so viel Englisch, dass Sie
ein Buch in englischer Sprache schreiben können? Ich habe es in deutscher Sprache geschrieben. In deutscher Sprache? Ja, in 1944, weil ich habe mich getroffen mit einem schweizerischen Journalisten und er hat mir gebeten, ich soll es nicht slowakisch schreiben, also mit meinem schwachen Deutsch habe ich es in 1944, aber das sind keine Romane, das sind Faktografien, die ich in 44 Jahren geschrieben habe und die ich von den Selektionen von Benjin und Sosnovis und von den Sonderkommando in 42 Jahren liquidiert habe, schon damals geschrieben habe. Und ich kann es nicht anders noch heute sagen, wie es damals war. Und das war ein Dokument, von dem die Historie noch in 44er Jahren benutzt haben, auch im Nürnberger Prozess. Herr Vorsitzender, ich darf dazu noch ein Wort sagen. Dieser Bericht ging nach meinen Informationen über einen Rabbiner Weißmandel aus Pressburg, wurde der während der Ungarnaktion nach Budapest geschmuggelt und wurde dort in Budapest in Windeseile von ungarischen Juden übersetzt und auf geheimen Wegen an alle Regierungen der freien Welt geschickt, damit diese Regierungen einwirken mögen, unter anderem auf die Regierung Horthy, damit den deutschen Deportationen Einhalt geboten wird. Und soweit ich kenne, also eine deutsche Übersetzung dieses Berichtes ist vielleicht eine Rückübersetzung oder das Original, das kann ich jetzt nicht sagen, enthält dieser Bericht genaue Detailangaben über das Lager Auschwitz. Und ja, also Herr Reichsanwalt Rabe, was ich da zunächst dazu sagen möchte. Dieser Zeuge hat ein Buch in deutscher Sprache geschrieben. Ja. Was ich hier vorliegen habe, ist ein Buch in englischer Sprache. Das kann von ihm bestimmt nicht stammen. Es ist möglich, dass es eine Übersetzung seines Buchs ist. Es ist möglich. Ob es eine Übersetzung ist, ob die Übersetzung richtig und vollständig ist, das weiß ich nicht. Das weiß selbst der Zeuge noch nicht mal. Ja, das ist schön. Der von dem Herrn Rechtsanwalt Rabe genannte Mithäftling Rudolf Ropra, war der im Lager als Walter Rosenberg registriert? Jawohl. Und das ist derjenige, der mit Ihnen zusammen geflogen Jawohl. Ist? Jawohl. Der war aber nun damals, also Sie flohen nicht im selben Lagerbezirk. Sie waren damals in B2B und er war in B2A. Stimmt das? Jawohl. Ja, aber Sie sind gemeinsam geflohen. Ja. Hat der Rosenberg oder wie er richtig hieß, Wopra, hat er sich beteiligt an dem Buch oder haben Sie das ganz allein gemacht? Er hat sich beteiligt, weil er ist gekommen im Juni 1942 von Lublin. Ja, er war. Und er hat die ganze Anabase von Lublin geschrieben. Er hat die Anabase geschrieben, weil er bei der Rampe gearbeitet hat. Ja, also all diese Dinge, Ausladung, von denen Sie nicht wussten, hat er geschrieben. Ja, es ist zugegeben. Mhm. Und dann, wie es ist gekommen, das Aufräumungskommando nach Birkenau, ja. ist die Anabase schon als ja. eines. Und wissen Sie, wo Wopra jetzt lebt? Ja. Wollen Sie das vielleicht im Gericht sagen? Ist genau. Ja. Was soll nun geschehen, heißt mal? Also dieses englische Buch, das führt uns meines Erachtens nicht viel weiter. Herr Zeuge, haben Sie auch noch, zwar vielleicht nicht hier, aber besitzen Sie auch noch ein deutsches Exemplar Ihres seinerzeitigen Berichtes? Ich wiederhole, dass in deutscher Sprache habe ich 27. April kein Buch, also ein Protokoll über 60 Seiten geschrieben. Es ist nach der Schweiz gegangen, nach Türkei. Selbst hat der päpstliche Nunzius, Dr. Josef Burzio, übertragen, der noch heute lebt und als, ich weiß nicht, was für Grad er hat heute, er lebt im Vatikan, Dr. Josef Burzio, so wie der Verteidiger, also diese Nachricht ist gegangen nach Ungarn als Warnung, wegen der Warnung der Vorbereitungen für die Transporte. Und wo ist denn nun das Buch jetzt? Oder diese Schrift von 60 Seiten? Wo ist denn die geblieben? Sie haben es benutzt, es liegt gewiss bei ungarischen Archiven. Von diesem Bericht hat geschrieben auch die Schweizerische Basel Nachrichten, Neue Zürcher Zeitung. Ja, also die Schweizer Zeitungen haben geschrieben, ich will wissen, wo Ihr Original hingekommen ist. Wissen Sie das? Na, wir haben es übergeben, wie gesagt war, für die ungarischen Juden. Dann hat übergeben für den päpstlichen Nunzius und sie haben es in der ganzen Welt getragen. Für mich war es doch nicht, ich war doch in der Illegalität, ich habe es doch nicht können für mich halten. Herr Zeuge, ich verstehe nicht, was ich wissen will. Ich will wissen, ob Sie mir sagen können, wo diese Original
60 Seiten, die von Ihnen stammen, hingekommen sind. Wo die jetzt sind, wo die heute sind. Das müssen, das müssen Historiker beurteilen. Sie werden es finden, die Historiker. Sie zitieren es. In einem Archiv irgendwo. Ja, Sie zitieren es, wo man es in welcher Literatur benutzt. Herr Vorsitzender, dürfte ich vielleicht empfehlen? Ich werde gerne mich bemühen und ich glaube auch den Weg zu wissen, dass eine beglaubigte Fotokopie oder das Original herbeizuschaffen. Aber es würde vielleicht erleichtern, die Dinge, falls der Weg, den ich mir vorstelle, nicht gangbar ist, dass Sie trotzdem dieses Exemplar schon bei den Gerichtsakten behalten und man sich unter Umständen an den Verlag wendet und von dort das herbeischafft. Ich glaube, das wäre ein gangbarer Weg. Ich werde gerne mich bemühen, das zu tun. In dem Zusammenhang eine Frage. Verstehen Sie die englische Sprache? Bitte? Verstehen Sie die englische Sprache? Nein. Nein. Der Zeuge Wrubar, der also der Mitverfasser dieses Berichts ist, hat in der Voruntersuchung angegeben, er lebt in England, er spricht perfekt Englisch. Er hat angegeben, dass diese Übersetzung dem Original entspricht. Er wird dazu hier befragt werden können, falls es nicht gelingt, das Original zu beschaffen. Ich bitte daher, das Buch bei Gericht zu behalten, damit es dem Zeugen Wrubar vorgelegt werden kann. Ich habe noch einen Satz zu geben, dass ich habe selbst ausgegeben mein Buch in den 45er Jahren und das auch in 46er. Ich habe es hier in meinem Hotel. Ich kann es vorlegen. Das ist die slowakische Übersetzung der Faktografie, die ich übergeben habe in 44er Jahren. Das Buch nennt sich Die Höhle der 4 Millionen Leichen. Ich habe die Exemplare in 45 und 46 in der Slowakei im Press. Ja, wollen Sie uns denn diese Exemplare hier lassen? Beide kann ich lassen. Beide können Sie lassen? Ja. Dann überreichen Sie sie. Geben Sie noch die Hülle dazu. Und das andere können Sie ja dann noch abgeben, nicht? Kann ich auch abgeben. Ja. Ich habe keine weitere Frage. Keine weitere Frage mehr. Herr Zeuge, Sie haben dem Herrn Vorsitzenden geschildert, diese Fluchtabsicht des Häftlings Mitek mit einem polnischen Offizier. Und Sie haben gesagt, das wurde am Vormittag entdeckt und mittags wurden die beiden schon exekutiert. Ja. Habe ich Sie recht verstanden? Ich habe gesagt, es war knapp Vormittag und am Abend desselben Tages war die Exekution. Konnte es möglich sein, dass diese Exekution erst noch von Berlin bestimmt wurde oder befohlen wurde, oder war die Zeit zu kurz? Ich widerspreche der Frage. Eine Frage nach einem Urteil und nicht nach einer Tatsache. Ja, also Herr Rechtsanwalt. Bitte geben Sie mir die Zeit an. Sie fragen den Zeugen. Einverstanden. Ja. Geben Sie mir bitte die Zeit an, wann die beiden festgehalten wurden. Wann war das? Vormittag. Vormittag. Knapp Vormittag. Um welche Zeit? Etwa? Es war vor dem Mittagung. Vor dem Mittagessen? Mittagung haben wir es geheißen. Essen war nicht, nur Mittagspause. Vor der Mittagspause. Also vor 12. Jawohl. Und wann wurden Sie gehängt? Man hat gewartet, bis die Kommandos ins Lager kommen, damit es alle die 12.000 Häftlinge sehen. Das kann ich nicht Bescheid sagen. Es war März, das 5 Uhr, halb 6 waren schon alle Kommando drin, 6 Uhr war schon Nebel und Nacht. Also können sein zwischen so circa 7, halb 8. Zwischen 7 und halb 8. Ja, schön. Und es war noch so eine Situation, das vielleicht wird auch bestätigen, der hier Angeklagte Bednarek, waren 4 Häftlinge wegen Flucht an dem Block 11, die von den Barack 11 auch herausgekommen sind. Und wir dachten, dass 4 und 2, also 6, diese werden heute gehangen. Und zur Erstaunung, zum Heri, na podivenie. Zur Abschreckung. Zum Betrachten, zum Anschauen. Ja, und diese 4 sind wieder zurückgekommen auf den Barack 11, auf den SK-Barack. Und die 2 waren abend gehangen. Und den Verdikt hat gelesen der Angeklagte, und ich fasse an, dass es hat ihm vielleicht gelockt, dass enorme Summe des Geldes oder was, dass er das so rasch gemacht hat. Sagen Sie, Herr Zeuge, Sie haben weiterhin gesagt, dass Sie den Angeklagten Claire wiederholt zum Krematorium haben gehen sehen. Haben Sie dabei festgestellt, ob er eine Gasmaske bei sich trug?
Na, auf der Straße habe ich ihn nicht gesehen. So naiv da waren Sie doch nicht, dass Sie hätten die Gasmaske auf der Straße getragen und so weiter. Dankeschön. Herr Zeuge, würden Sie mal bitte mir an der Karte zeigen, wo das Haus ist, in dem, oder die Baracke, in dem das Sonderkommando, von dem Sie gesprochen haben, jawohl, untergebracht war? Jawohl. Würden Sie mal bitte zeigen. Hier waren die Maurerbaracken, die erste Reihe Maurerbaracken, hier war die Leichenhalle, hier war das Sonderkommando, hier war der Block Isolierstation 7. Ja. Nun, sagten Sie, dass diese 300 Häftlinge, wenn ich Sie richtig verstanden habe, aus ihrer Unterkunft herausgejagt worden seien. Waren Sie dabei, als das gemacht wurde? Wo standen Sie? Würden Sie mir mal bitte zeigen, wo Sie gestanden haben und das gesehen haben, dass Sie rausgejagt worden sind? Sie waren vor der Küche. Das war ein, vor würden Sie es mal mit dem Stock zeigen? Hier war die Küche. Wo? Und hier war die Küche und da war die Straße. Ja. Und da war der Ausgang. Ja. Und nun, jetzt lassen Sie. Wo standen dann die Häftlinge? Sie sagten, die sollten doch, mussten vor der Baracke antreten. Sie sagten, auf der einen Seite standen dann die 285 und auf der anderen die 15. Würden Sie mal zeigen, wo diese 285 gestanden und wo die 15 gestanden haben? Doch eben habe ich gezeigt, wo die 285 gestanden sind, die 15 sind schon nicht gestanden, jetzt, Herr Zeuge, weil sie abgeführt worden zu der Leichenhalle waren. Ja, nun zeigen Sie doch bitte mal, ich habe es noch nicht gesehen, wo diese 285 gestanden haben. Würden Sie mit dem Stock auf die Karte drauf fahren, damit wir den Punkt richtig sehen können? Denn wenn Sie entfernt sind von der Karte, so, ja, richtig. Ja. Und wo standen? Na, Moment, was ist denn da? Standen da die 285? Sie sind so schnell, bleiben Sie doch mal mit dem Stock auf der Karte. Ja, so, und was ist da gewesen? Standen da die 285? Nur sie standen und dann haben sie sich ein bisschen zerrissen wieder. Sie haben nicht wollen stehen, weil sie haben gewusst, so was es ist. Wieder haben sie sie zusammengejagt und wieder haben sie müssen aufstellen. Die ganze Prozedur hat gedauert mehr wie eine Stunde, bis sie haben zusammengestellt. Und wo waren die 15 erschossen worden? In der Leichenhalle, die war hier an dieser Ecke. Wo, in der Leichenhalle? Ja, vor der Leichenhalle. Vor der Leichenhalle, hat er gesagt. Wo standen Sie denn, als diese Erschießung stattfand? Im ersten Barack vor der Straße. An der ersten Baracke? Ja. Zeigen Sie doch mal den Punkt, etwa, wo Sie gestanden haben damals. So, circa hier. Da. Ja. Nun sagten Sie eben, die Sache hätte eine Stunde gedauert. Haben Sie eine Stunde da gestanden? Haben Sie den ganzen Vorgang, wie er ablief, beobachtet? Nein, das bin ich gegangen wieder in nicht. Barack 7, zurück und wieder raus und wieder ein bisschen gesehen zu stehen. Ja. Das war nicht interessant. Das heißt, weil meine Kollegen waren, ich soll eine Zeremonie. Ja, nun, Herr Zeuge, bitte, ich möchte doch, dass Sie mir meine Fragen beantworten. Bitte. Ja. Also, Sie standen nicht die ganze Stunde dort, sondern jetzt sagen Sie mal, wo standen Sie zu Beginn und wo standen Sie, als die 285 angetreten sind und wo standen Sie, als die Erschießung erfolgte? Bitte zeigen Sie mir zunächst einmal, wo standen Sie als... Also in der Exekution der 15 war ich hier. Waren Sie da? Ja, und dann bin ich, das war keine Promenade, ich habe das nicht gesehen, eine Stunde stehen, ja, weil man hat gejagt. Man ja, deswegen gegangen, frage ich ja auch. Ja. Ja, also, und wie weit ist die Entfernung von da bis zur Leichenhalle? Das wird, vielleicht wird er besser wissen wie ich. Bitte? Vielleicht, wenn Sie das besser wissen, habe ich Nein, ich würde Sie dann nicht fragen. Ich würde Sie da nicht fragen. Sie waren doch dort und ich weiß nicht. Ich habe circa 80 Meter. 80 Meter. Ja. Nun, als die Erschießung erfolgte, wo standen die zu Erschießenden?
oder die, die leider erschossen worden sind. Zeigen Sie mal, wo die gestanden sind. Hier. Sie sagten vor der Leichenhalle. Das ist aber nicht vor der Leichenhalle. Die Leichenhalle war hier an der Ecke. An der Ecke. Und die Türe von der Leichenhalle hat man geöffnet zu der Straße. Ja. Die Leichen waren anpassend zu der nun, also, die standen an diesem Gebäude dort oben, rechts neben dem Gebäude. Jawohl. Ja. Und wo standen die Schützen, die die erschossen haben, die die 15 Leute erschossen haben? Wo standen die? Ein paar Schritte hinter Sie. Ja, bitte, ja, ungefähr. Das Gesicht haben Sie gehabt zu dem Zaum hier. Zu dem Zaum? Also zu der Leichenhalle, zu der offenen Türe der Leichenhalle, also von rückwärts. Aha. Die haben das Gesicht zur Leichenhalle gehabt. Und wie weit standen die Schützen entfernt von den Leuten, die... Das kann hat können sein, auch 2 Meter, auch 5 Meter. Ja. Von solchen Fernsehen. Nun haben Sie vorhin gesagt, Herr Zeuge... Nun haben Sie vorhin gesagt, auf die Frage des Herrn beisitzenden Richters, dass Sie beim Schießen das Feuer aus 3 Gewehren gesehen haben. Wie viel Uhr war es etwa? War es hell oder war es dunkel? Die Kommando waren schon aus dem Lager. Das heißt, es war schon der Nebel. Die Kommandos hat man nicht herausgelassen, wenn es Nebel war, aber es war schon hell. Hell. Ja. Nun haben aber die Schützen, wie Sie es eben gezeigt haben, in eine Ihnen entgegengesetzte Richtung geschossen. Wie können Sie dann sagen, dass Sie das Feuer aus 3 Gewehren gleichzeitig gesehen haben und es hell war? Ja, das meinte ich. Sprechen Sie doch bitte laut, es ist hier keine geheime Verhandlung. Prosím, ještě ten začátek. No, že ty první 3 odpadli a další museli jít. Ty ersten sind gefallen und die nächsten kamen dann an der Reihe, aber ich glaube, er hat es nicht richtig verstanden. Nein, ich hatte Sie Folgendes gefragt, Herr Zeuge. Sie haben auf die Frage des Herrn beisitzenden Richters gesagt, dass Sie beobachtet haben, wie das Feuer aus 3 Gewehren gleichzeitig. Und nun sage ich, wenn Sie da gestanden haben, wo Sie eben es bezeichnet haben, und wenn es richtig ist, was Sie weitergesagt haben, dass die zu Erschießenden mit ihrem Gesicht zum Leichenhaus standen und also in die Richtung Leichenhaus geschossen worden ist und es schon hell war, dann frage ich Sie, wie können Sie denn dann das Feuer aus diesen 3 Gewehren gesehen haben? Čiže by som povedal foyer, obrazne u nás, po slovensky foyer, to je pálenie. Vystrel, áno. No vystrel, ja som nepovedal, že blesky som videl, lebo niečo ohne, pretože 3 padli a potom ďalší tali troch, aby som porozumel, že ich will nicht zurückziehen und ich will auch nie zurückziehen, was ich gesagt habe. Also die Übersetzung, von, wie ich habe mich übersetzt von Slowakischen, also das Feuer bei uns, das ist Chile, ja. Und der Feuer versteht... Und das Feuer. Heißt, dass die 3 Häftlinge sind gefallen und ach so, wieder was. Sie wollen sagen, dass Sie unter Feuer den Knall verstehen? Im Slowakischen übersetzt sagt man also Feuerball. Also das Schießen? Ja. Ja. Wie können Sie denn sagen, dass Sie gleichzeitig 3 Schüsse, wenn Sie Schüsse meinen, den Knall, dass Sie gleichzeitig 3 Schüsse gehört haben? Wie können Sie das sagen? Ob ich das kann sagen? Ja. Gleichzeitig? Ja. Ja, ich habe das schon einmal gesagt und ich werde nie was anderes sagen. Also, Sie nehmen es an, dass das, was Sie gehört haben, gleichzeitig 3 Schüsse gewesen sind? Naja, nach 20 Jahren sehe ich das wieder noch so gut und gut. Vorläufig lebe ich noch. Noch etwas. Sie sagten auf die Frage des Herrn Vorsitzenden des Gerichts, sagten Sie,
dass die Erschießung im Freien stattgefunden habe und dass alle 285 hätten zusehen können. Nun, Sie waren nicht zeigen Sie doch mal, wo standen denn die 285? Hat er doch schon gezeigt. Nein, nein, wir, als geschossen wurde, er hat sie so gezeigt, dass Sie das nicht hätten sehen können. Ja, eben. Nun gut. Sie sind dann weitergefragt worden von dem Herrn Vorsitzenden, wie diese Gewehre ausgesehen haben. Dann sagten Sie, Sie würden von Gewehren nicht viel verstehen und zeigten dann eine Strecke, so groß etwa seien sie gewesen. Würden Sie das vielleicht mal etwas, und Sie sagten weiter, die seien über die Schulter gehängt, getragen worden. Würden Sie mal bitte das mal etwas näher beschreiben? Wie sah das Gewehr aus? So kleines Gewehr? Ich bin kein Fachmann für Gewehr. Ich muss Ihnen sagen, ich war in der slowakischen Widerstand. Ich habe keinen Deutschen geschossen und ich habe eine Pistole bei sich gehabt und ich kann nicht sagen, was das Gewehr war. Weil mich hat es nicht interessiert, das Schießen von solchen Pistolen. Ja. Bei denen können Sie, kann ich nicht wiederholen. War es vielleicht kein Gewehr, sondern... Und wenn ich hätte wollen sagen, was für Gewehr, vielleicht Gewehr, hätte ich mir es vielleicht zugelernt vor der Aussage, aber ich kann wieder heute nicht sagen, was für Gewehr, ob Sie haben zwei diese Schüsse auf einmal oder sechs Schüsse auf einmal. Die SS-Männer haben dort Gewehr gehabt. Und da im Lager Birkenau, Herr Verteidiger, 174.000 Häftlinge gestorben sind, waren zwischen die auch Erschossene. Ja, aber ich bin kein Experte auf... Herr Zeuge, es kommt mir jetzt im Augenblick darauf an, diese Gewehre, von denen Sie behauptet haben, dass sie an diesem Morgen benutzt worden sind, wie groß die gewesen seien und wie sie ausgesehen haben. Ich habe gesagt, Morgen. Ich habe gesagt, Sie haben solche Gewehre getragen und den Morgen haben Sie auch solch ein Gewehr durch die Schulter, ein kurzes Gewehr getragen damals. Nun, eine andere Frage. Sie sagten, dass Palitsch, Stewitz und Broad an dieser Erschießung teilgenommen hätten. Wie viel hat denn Palitsch erschossen? Ich wiederhole, ich habe gesehen, wie beim ersten Schuss, beim ersten Attacku, sind gefallen die drei. Also das war doch kein Zirkus, es war eine Gefahr zuzuschauen dort. Ja. Also ich wiederhole das, ich bin in der Stunde oder eineinhalb Stunde bis die 285, die sind auch nicht gestanden wie Lämmer, weil sie haben gewusst, wohin sie gehen, das haben sie müssen wieder zusammengruppieren, zwischen Barack, dem Block 7 wieder zurück und wieder auf die Straße und wieder zurückgegangen ist. Und ich habe gesehen zu Ende, wie die 285 Häftlinge die Straße nach Auschwitz fahren, gehen. Ja, gehen. Nun waren doch die 285 Häftlinge, die waren doch... bewacht, ja? Da waren doch SS-Leute dabei. Gewiss. Wie viel waren etwa dabei? Ich habe gesagt, am Anfang war es so, dass es war 20, es hat sich aber kompliziert, sie wollten nicht gehen, 30, 40, und es war eine schwere Operation, sie nach Auschwitz zu bringen, da sie schon gewusst haben, wo sie hingehen. Das war die erste, sie haben doch geahnt, dass sie, es kommt einmal der Tag, dass sie liquidiert sind, dass solche Zeugen wird man nicht brauchen, aber wie der Tag gekommen ist, doch sind die Menschen, die Hoffnung noch, er wollte doch leben. Ich will nur so viel sagen, ich wir sind gequält worden. Nein, das haben nicht nie gepovedet. Ich bin gezwungen, zu sagen. Ich will Aussagen, aber ich habe keine andere Aussagen benutzt, die ich nicht gesehen habe. Ich habe nicht gesagt, dass der angeklagte Broad zum Beispiel beim Krematorium dort gelaufen hat und hat geschossen und her und hin. Ich sage nur das aus, was ich gesehen habe und nicht, was ich gehört habe. Und das muss schon von den Experten. Ob vielleicht die Kugel, was der Angeklagte geschossen hat, ob der Häftling gestorben ist, das überlasse ich schon auf die Fachleute. Ja. Ich war nur dort, wo 174.000 Häftlinge bei der Arbeit gestorben sind und die sind nicht selbst von sich gestorben. Ja. Herr Zeuge, nun hatten Sie vorhin dann weiter gesagt, dass es bekannt gewesen sei, dass Broad in Häftlingskleidern sich im Lager bewegt habe. Jawohl. Haben Sie ihn selbst mal in Häftlingskleidern gesehen? Nein, das habe ich gesehen, dass es war bekannt und er hat sich schon War das allgemein bekannt, wie Sie sagen? Bitte? War das allgemein? Es war bekannt von 10 oder 12 SS-Männern, die
sich bewegt haben und wenn sie haben sich gefunden ist. Also bei alten Häftlingen war es doch nicht möglich, dass ein SS Mann eben auch anders angezogen war. Man hat es gesehen nach der Physiognomie, dass ist etwas ein Zivil. Nur sie haben immer etwas gesucht, vielleicht Kontakte, was die Häftlinge gehabt haben mit den Zivilen, mit der Bevölkerung. Sie haben immer bloß gesucht. Und das ist doch ja. ganz bekannt, dass sie ja. haben nach der Flucht immer sind sie gegangen, umgezogen, sie soll erfahren, ja. wo die Flüchtlinge sind, wie sie haben sich geholfen zu der Flucht und so weiter. Herr Zeuge, sagten Sie nicht vorhin, dass es allgemein bekannt gewesen sei oder dass es bekannt gewesen sei, dass Broert sich in Häftlingskleidern im Lager bewegt habe? Ich wiederhole das, was ich vielleicht ja. auch nicht so wichtig finde. Ja. Wenn das nun so bekannt war, dass er das tat, was hatte es denn dann für einen Sinn, es zu tun? Ich die Frage ist beantwortet. Der Zeuge hat erklärt, die alten Häftlinge, da hat es gar keinen Sinn gehabt. Aber bei den neuen Häftlingen, die Physiognomie nicht kannten, da war es schon ganz sinnvoll, sich da umzuziehen und in Häftlingskleidern zu versuchen, irgendwas auszuziehen. Ja, im Übrigen ist ja keine Tatsache, die das solche beobachtet sicher, hat. Diesen Einwand, Herr Vorsitzender, erkenne ich an. Ich habe keine weiteren Fragen. Dankeschön. Da wollen wir zunächst, ehe wir weiterfahren, noch eine kleine Pause. Eine kurze Frage. Na, bitteschön. Herr Zeuge, wie ist der Angeklagte Burger in das Lager gekommen? Zu Fuß, mit einem Fahrzeug? Bei meiner Ansage im Presspult habe ich angesagt in der Tschechoslowakei, dass der Angeklagte Burger mit Schlage, die Literatur sagt, anders vielleicht, kam vielmals ins Lager nach Birkenau auf einem Motorrad. Ich sage im Privestin, wo Sie kommen. Mit einem Beiwagen. Und immer damals, wie das Aufräumungskommando, also wie man das genannt hat, Kanada-Kommando, ins Lager gekommen ist. Und seine größte Passion war so, dass das Kommando zu filzen, was es tragt von den Rampen, also das die Ziele. Und ich kann nur wiederholen, vielleicht hat der Angeklagte nicht gehabt einen Schein für Motorrad, aber ich kann wiederholen und wenn nicht zurückziehen, dass der Angeklagte vielmal mit dem Schlage, mit dem Motorrad, mit dem Beiwagen nach Birkenau gekommen ist. Und vielmals war es so, dass wenn die Häftlinge gekommen ist, außer Kommandatoriale, außerdem hat er sich sehr gut amüsiert, wenn die Flüchtlinge so zur Seite gesprungen sind. Also er sagt, mit einem Motorrad mit Beiwagen. Und der Herr Burger, der saß auf dem Motorrad und Herr Schlage im Beiwagen. Was so? Sie haben sich geändert. Weil ganz egal, einmal so und einmal so. Danke, keine weitere Frage. Dann wollen wir eine Pause einlegen bis um 3:50. Jawohl. Bitteschön. Herr Zeuge, Sie hatten doch eben gesagt, dass diese Erschießung der 15 Erschossenen im Freien stattfand und dass die 285 Gelegenheit hatten, da zuzusehen. Und Sie sagten auch, erst sprachen Sie vom Feuer und dann sprachen Sie, haben Sie das korrigiert, was verständlich ist, dass Sie vom Knall sprachen. Nun, Sie sagten dann auch noch, dass Sie bei dieser Darstellung bleiben. Nun, Herr Zeuge, möchte ich Ihnen aus Ihrer Vernehmung folgenden Satz vorlesen. Sie haben bei Ihrer Vernehmung gesagt, und ich zitiere jetzt, ich gebe es sofort zurück, Platz 77 dieses Bandes, ich erinnere mich an diese, dass Sie unter 15 in die Leichenkammer gebrachten waren, wo ich mich zu dieser Zeit befand, und dort wurden alle 15 mit lautlosen Schüssen erschossen. Nun möchte ich Sie fragen, Herr Zeuge, welche Darstellung ist nun richtig? Die Sie hier dem Gericht gegeben haben oder die Sie bei dieser Vernehmung das, was ich angeführt habe? In der Tschechoslowakei angesagt, dass ich habe sie gesehen und dann diese haben benutzt Tlumene, Streli, Tlumene, Streli, Tlumene. Maschinengewehr, nicht? Ja, Tlumene. Ach so, klein. Nee. Aber ten zvuk nebyl taký presný. Ach so,
lautlose. Nicht ganz lautlose, aber... Schalldämpfende. Ja, ja. Nun gut, aber Sie sagten doch, dass diese Erschießung im Freien stattfand, dass die 285 hätten zusehen können, dass Sie von einer bestimmten Stelle diese Erschießung gesehen haben. Und dort sagen Sie, dass die Erschießung in der Leichenhalle stattfand und dass Sie sich auch in der Leichenhalle befunden haben. Was ist nun richtig? Ich wiederhole, was ich gesagt habe hier. Ich war in der Leichenhalle. Man hat mich von der Leichenhalle also rausgejagt, ging auf der Straße, auf den Barack, vor die erste Baracke, an die Reihe von den ersten Baracken und habe zugeschaut. Also ich kann wiederholen, Schüsse sind, wenn man sieht, einen Mortalschuss, das sind reflexive Sachen, Herr Verteidiger, reflexive. Ich sehe einen Schuss und ob ich ihn höre oder nicht, also ist ein Schuss, wenn ich sehe den Häftling, wenn ich den Ermordeten sehe, ich fange, also kommen die alle Reflexen in den Menschen rein. Ich glaube, dass ich keine weiteren Fragen mehr zu stellen brauche, Herr Professor. Herr Rechtsanwalt Joschko. Ja. Herr Zeuge, können Sie mit einfachen Strichen den Grundriss von Block 7 mit der umgebenden Mauer und dem Tor darin aufzeichnen? Geben Sie vielleicht ein Blatt Papier. Ein Grundriss, Block 7 mit der Mauer herum und dem Tor und dem Block 8. Ja. Ich bin kein Zeichner, aber es wird schon... das hinein könnte. Sagen Sie mal, war der Block 7 streng isoliert? Das heißt, durfte nicht jeder hinein? Wird denn Block 16 isoliert? Das ist mir každý... Byl blok přesně izolován, nebo měl každý přístup k tomu bloku? Kto, koho myslí pan přístup? Vězeň či SS? Kdo či měl přístup? Zutritt für wen, für SS oder für Gefangene? Bitte. Ja, das frage ich. Konnte ein Häftling von B2D herübergehen zu B1B nach dem Block 7 und dort irgendjemand besuchen? Das hat er nicht kennen, weil damals B2D nicht mit Häftlingen belegt war. Gut. Konnte ein Häftling von irgendeinem anderen Lager oder von einem anderen Block nach Block 7 hineingehen? Ein fremder Häftling, der nicht zum Block 7 gehörte. Jeder Häftling war froh, dass er wenigstens 100 Schritte von dem Block 7 ist. Habe ich es richtig verstanden? War froh, dass er nicht in Block 7 hinein konnte oder musste? Dass er kann über den Block, über, also ausweichen den Block. Ausweichen konnte? Ja. Aber sind gesagt, gekommen, das sind Block gekommen. Der Block hat einen so schlechten Ruf, dass jeder froh war, wenn er nicht dorthin gehen musste und keiner ist freiwillig hingegangen. Aber eigentlich ist die Frage nicht beantwortet. Wenn ich kann beantworten, dann Block 7 war für eine gute Sache doch gut. Und das war, das sind gekommen polnische Häftlinge und dort haben sie die... Dass sie haben sich abends dort getroffen und etliche Sachen... Also sie konnten hineingehen? Ja, weil dort war, hinter dem Tor war ein, wie man sagt, Wächter, ein Häftling, der dort war. Und wen wir haben wollen lassen, haben wir vielleicht, wir haben gelassen. Reingelassen. Ja. Also, konnte das möglich sein am Tage, noch vor dem Appell oder erst nach dem Appell, nach dem Abendappell? Es konnte sein, wann immer, wenn jemand von uns also Aviso gegeben hat, dass er keine hereingehen. Also er sagt, Tag und Nacht konnten die herein, die der Häftling, der Türhüter war, hineingelassen hat. Ja. Ich mache Ihnen einen Vorhalt, Herr Zeuge. Vor einiger Zeit oder am Montag oder letzten Freitag hat ein Häftling uns gesagt,
Die zwei Blöcke waren nicht durch eine Mauer verbunden, sondern durch einen Maschen- bzw. Stacheldraht. Že bloci nebyli spojeni zdí, nýbrž drátem. Ich habe schon, glaube ich, Vormittag, ich habe Nachmittag gesagt, dass der Stacheldraht war im Jahre 42 im März und April, wie die russischen Kriegsgefangenen dort gewohnt haben. Und nachher war der Stacheldraht liquidiert. Also zur Zeit, wie die Isolierstation dort war, war der Stacheldraht, war dort nicht der Stacheldraht, war die Mauer. Ich habe keine Frage mehr. Herr Rechtsanwalt Göllner. Herr Zeuge, Sie haben geschildert, dass der Angeklagte Klär sich auf dem Weg zum Krematorium befunden hätte und dass Sie ihn dort selbst gesehen hätten. Auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, ob Sie wüssten, was Klär im Krematorium getan hätte, haben Sie geantwortet, das wüssten Sie nicht. Sie wüssten nur vom Hörensagen von Ihrem Freund Philipp Müller, dass er sich im Krematorium irgendwie betätigt hätte. Ist das richtig? Na, otázku. Co obžalovaný Klér dělal v krematoriu? Vy jste odpověděli, že... Nee. Das war etwas lang, darf ich das vielleicht noch... Ja, ich wiederhole es nochmal. Es kommt auf die Tätigkeit von Klär im Krematorium an. Zależy na tom, co Klär dělal v krematoriu. No to ja. Auf die Frage des Herrn Vorsitzenden hat er geantwortet heute, dass er das nicht gesehen hätte, aber von seinem Freund Philipp Müller gehört hätte, Klär habe sich im Krematorium irgendwie betätigt. Na otázku předsedy jste odpověděl, že vy jste o tom nic nevěděl, ale že jste se dozvěděl od přátele Müllera, co on tam dělal. No tak, ich habe solche Informationen gehabt, dass der SDG dort eine gewisse Funktion hat. Da bekannt war, dass SDG sich obhospodaruje. Dass er sich betätigt. Obhospodaruje, also betätigt auf den Mechanismus des Krematoriums und der Gaskammer. Also ich kann nur behaupten, dass er entweder hat er den Gas in die Ventilöffnungen geschmissen oder den Roten Kreuz Auto, der das Zyklon B geführt hat. Also jedenfalls hat er dort etwas, eine Funktion der SDG Klär sicher gehabt hat. Das kann er doch nicht. Ihr Freund wissen. Philipp Müller, der ist hier vom Schwurgericht vernommen worden am 5. und 8. Oktober 1964. Er ist uns noch in Erinnerung durch die Schilderung über das sogenannte Fischl-Kommando. Der Zeuge Philipp Müller hat nicht bekunden können, dass Klär im Krematorium irgendwelche Aufgaben durchgeführt hätte. Halte ich Ihnen vor. In Auschwitz oder in Birkenau? In Birkenau. Ich weiß nicht, was für Funktion er dort gehabt hat, aber ich habe ihn gesehen etliche Male. Nur auf dem Wege dorthin. Auf dem Wege dorthin. Danke. Herr Zeuge, Sie haben bei der Schilderung der Selektion der 600 Häftlinge bei Ihrer früheren Vernehmung bekundet, dass dabei gewesen wäre ein polnischer Arzt. Den haben Sie heute nicht namhaft gemacht. Ich möchte bitten, den Namen nicht lesen, er ist verdruckt in dem Aktenstück, Herr Direktor. Es steht auf Blatt 80 in der Aussage vom 11.2. Der Name könnte heißen Hordorski, er könnte heißen Mordarski. Er ist Mordarski, das war kein Arzt, er hat sich ausgegeben als Mediker, das war der Blockel-Tester von dem Block 7. Er war kein Sie Mediker. Haben gesagt, es war ein polnischer Häftlingsarzt, Viktor Mordarski. Oder ja, Mordarski. M-O-R-D-A-R-S-K-I. Mordarski. Herr Zeuge, lebt dieser Mordarski noch? Das kann ich nicht. Wissen Sie nicht.
war Claire ein Brillenträger, als sie ihn in Birkenau sahen? Ich glaube nicht, ich kann mich noch erinnern, vielleicht hat er Brillen getragen, aber ich habe dort ihn gesehen, nicht. Und er war typisch mit dem, dass er, ich weiß nicht, ob er war, Krat Kuzraki. Ob er kurzsichtig war. Kurzsichtig war, es war so bekannt, dass er immer so mit den Augen so was. Blinkte. Bitte? Der mit den Augen so blinkte. So, ja. Zwingerte. Ja, ob er nachher oder vorher getragen hat, die Augengläser oder beim Lesen gebraucht hat. Aber Sie können sich nicht mit Bestimmtheit darauf erinnern, dass er damals eine Brille getragen hat. Nein. Das wissen Sie nicht, nein. Herr Zeuge, wissen Sie, wie der Claire nach Birkenau gekommen ist? Zu Fuß oder mit dem Motorrad oder mit dem Sanka nach Baracke 8? Er war nicht avisiert. Wir haben keine Zeremonien gemacht, wenn der Herr Angeklagte gekommen ist. Ich habe erfahren, dass er in Birkenau ist, weil er vor dem Tor Block 7 war. Und ging von 7 nach 8? Manchmal hat er die Prozeduren gemacht, ganz bei Block 7, wenn es keine Komplikationen waren. Und man hat angerichtet, dass der ganze Block, 1000 Häftlinge, 800 Häftlinge, anladen auf den Wagen. Ich habe nicht mal behauptet, dass er immer am Block 8 gegangen ist. Können Sie sich noch erinnern, welche Uniform Claire getragen hat damals? Lange Hose mit Knobelbechern oder eine Reithose? Ich glaube, ganz sicher behaupten, es ist, glaube ich, eine Hose mit einer so halb kurzen Stiefel. So. Also Stiefelhose. Danke. Eine Frage. Ja, Herr Zeuge, Sie sagten vorhin bei Ihren Angaben zur Person, Sie wären Beamter. Was für ein Beamter sind Sie und beziehungsweise was ist Ihre Tätigkeit? Myślę, że korzystę z ostatni jak powołanie. Ich bin angestellt als Beamter in einer Großbuchhandlung, slowakischen Großbuchhandlung und arbeite in einem Odboru. In der Abteilung für Antiquariatsbücher. Antiquariat. Aber ist das eine Privatfirma oder ist das eine... Nein, es ist ein Nationalunternehmen. Slowakische Büchereien, Großhandlung in Pressburg. War die gleiche Frage. Ist erledigt. Sonst noch eine Frage? Dann bitte ich die Angeklagten, alle aufzustehen und sich mal hier in die Mitte zu begeben, damit wir dem Zeugen Sie einmal gegenüberstellen können. Herr Direktor, ich erkläre, dass ich außer der Entwesung im Lager Birkenau keinen SSDG-Dienst gemacht habe. Wenn mich der Zeuge gesehen hat, dann ist es möglich, wo ich die Entwesung durchgeführt habe. Aber als SDG habe ich in Birkenau keinen Dienst gemacht und war auch nicht eingeteilt. Und wenn ich in das Lager kam, dann kam ich immer mit dem Motorrad ins Lager gefahren nach Birkenau, so den Entwesungskommando zu kontrollieren. Sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Ja, wollten Sie noch etwas sagen? Haben Sie, bitte übersetzen Sie ihm, oder haben Sie es verstanden? Nein, ich gerade. Ja. On w taborze Birkenau wobec nie działał SDG służbu. Nie. Also das verlasse ich schon auf Gericht, weil ich bin der Zeuge und der ist Angeklagter. Ich will nicht diskutieren. Ja. Sie wollen also bei Ihrer Aussage bleiben? Jawohl. Ja. Brat. Ich möchte bitte erklären, dass die gegen mich vorgebrachten Beschuldigungen nicht zutreffen. Der Zeuge hat eben den Angeklagten Kaduk erkannt. Ich möchte deshalb den Zeugen fragen, woher kennen Sie Kaduk und was können Sie über seine Tätigkeit angeben? Wenn ich mich gut erinnere, habe ich den Angeklagten Kaduk erkannt. Ende Jahre 1943
habe ich ihn zum ersten Mal gesehen nach der Ermordung des Rapportführers Schillinger. Was für Funktion und warum ist er nach Birkenau gekommen? Ob er war zugeteilt, weiß ich heute noch nicht sagen. Nur ich bleibe bei der Aussage, die ich in der Tschechoslowakischen Republik auf Kadu gesagt habe, und auf mehr erinnere ich mich nicht. Das heißt, wenn ihr wollt, kann man das vorlesen. Das heißt, er ist manchmal geblieben im Lager nach dem Ausrücken der Kommandos und hat schwache Häftlinge sortiert und sie sollen am Lager bleiben, das ist schon nicht fähig und wie nach ihren Ausdrücken, ich will das nicht wiederholen. Er ist schon unfähig zu arbeiten und lasste und man lieferte diese Häftlinge dann auf B2F. Hier und da ist er auch hergekommen bei den Sport und bei diesen Repressalien immer. Aber ich kann nicht mehr angeben gegen Gaduk, wie ich in der Tschechoslowakischen Republik angegeben habe. Ja, sagen Sie bitte, wissen Sie ganz bestimmt, dass Gaduk in Birkenau gewesen ist? Ich wiederhole, Vorsitzende, dass die Historie auch nicht das notiert hat. In Birkenau war das Lager in 43 und hauptsächlich in 44, da sind sie gegangen. Wer hat wollen und wie hat wollen? Ja, das haben Sie uns schon gesagt, dass es möglich war, für die Leute dorthin zu kommen. Das wissen wir. Nein, wir wollen von Ihnen wissen, ob Sie die ganz bestimmte Erinnerung daran haben, dass Sie Gaduk dort in Birkenau nämlich gesehen haben. Ganz bestimmt, weil ich habe kein Interesse an den Aussagen gegen einzige von tausend SS-Männer, den ich nicht gekannt habe. Sie verstehen nicht richtig, was ich will. Sehen Sie, der Angeklagte Gaduk hat gesagt, ich war Rapportführer im Lager Auschwitz I, nämlich im Stammlager. Ich hatte in Birkenau überhaupt nichts zu tun. Und deshalb bin ich auch nie nach Birkenau gegangen. Was wollte ich dort? Ich hatte ja dort keine Aufgaben und ich habe mir dort keine Arbeit gesucht. Sie aber sagen, Sie haben den Gaduk in Birkenau gesehen. Und meine Frage geht jetzt dahin, wollen Sie mit aller Bestimmtheit sagen, dass Sie ihn in Birkenau gesehen haben? Nicht, dass es ihm möglich war, dorthin zu gehen oder dass es allen möglich war, dorthin zu gehen, das wissen wir. Nein, ob Sie ihn mit eigenen Augen dort gesehen haben, das ist meine Frage. Das wiederhole ich, das ja, und ich betone noch den Zeitgang nach der Ermordung des Rapportführers Schillinger. Also habe ich entnehmt, dass wir waren im B2D oder im Birkenau ohne Rapportführer, also vielleicht ist möglich, dass es dass er vertretungsweise dort war. Vielleicht, das ist Deduktion, aber gesehen habe ich ihn. Gesehen haben Sie ihn ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Das wollen Sie auch behalten heute. Ich wiederhole es heute. Ja. Herr Rechtsanwalt Dr. Reiners. Herr Zeuge, wie oft haben Sie den Gaduk dort gesehen? Kein Tagebuch in Auschwitz geschrieben, Herr Verteidiger. Es hat möglich sein, zwei oder dreimal, es hat können auch viermal sein. Wir haben es nicht notiert, weil so viele SS-Männer dort waren, dass wir haben es nicht notiert. Ich betone, dass ich ihn gesehen habe. Es kann möglich sein, dass zweimal oder dreimal. Also mehr wie einmal meinen Sie auf jeden Fall? Ganz sicher. Ganz sicher. Ich Moment nochmal, Karl. Können Sie sich denn daran erinnern, dass er im Winter 43, 44 dort im Lager hat Häftlinge nach der Zählung am Abend vor den Baracken hat stehen lassen? Nein, ich meine jetzt Sie, den Zeugen. Ob der Zeuge sich daran erinnern kann, dass Gaduk im Winter 43, 44 nach der Zählung am Abend die Häftlinge vor den Baracken hat stehen lassen? Ganz sicher, weil er ist spaziert, mehrmal, ob jede Barack inzwischen, die Häftlinge zwischen Baracken stramm stehen. Ja. Es war wieder so ein Ereignis für die Dezimierung der Häftlinge, weil das Stehen war viel mal Ärger manchmal wie die Arbeit.
nach der Arbeit stehen und ohne Essen und so weiter, stundenlang stehen von 5 Uhr in der Früh bis 9 Uhr Abend. Also sie haben sich in den Disziplin wieder einführen, wenn es etwas passiert ist. Ich habe ihn gesehen und wiederhole und stehe auf den Stand, auf der Aussage, was ich gesagt ja. habe. Ja, nun sagen Sie mal, sind dabei auch Leute erfroren? Ich kann nur wiederholen, so in allgemein, dass bei jedem solchen langstündigen Appell die Leute erfroren sind und nicht ausgehalten haben, stramm zu stehen. Und wenn einer sich einmal gesetzt hat, dann war es schon fertig, dann ist er eingefroren. Das war doch selbstverständlich ein Mensch, der 34 Kilo oder wie viel wiegt und keine Vitamine hat, braucht nicht viel, noch 4-5 Stunden auf so einem Frost und am Winter stehen. Und das war bei jedem solchen langen... Herr Zeuge, das ist uns alles verständlich, was Sie sagen. Wir wollen nur wissen, ob Sie gesehen haben, dass Leute dabei erfroren sind und ja, gestorben sind. Ja, ich stehe auf der Aussage, was ich gesagt habe. Ja. Ja. Haben Sie auch einmal gesehen, dass Karduk Häftlinge zu einer anderen Arbeitsstätte schickte und sie dann von hinten erschoss? Nein, das war schon die Fahme von den... Das war die Fahme? Auschwitzer Häftlinge. Aha. Das habe ich auch nicht mal... Das haben Sie selbst nicht erlebt? Nein, und nicht mal in einer Aussage erwähnt. Ja, Karduk, Sie wollten noch etwas sagen. Abends vielleicht 18, 20 Uhr. Die hat den Dienst mit Birkenau gar nichts zu tun gehabt. Ja, das haben Sie uns schon mehr gesagt und Sie haben ja auch gehört, dass ich dem Zeugen diesen Vorhalt gemacht habe und der Zeuge ist bei seiner Aussage geblieben. Das ist nicht wahr. Ich streite das ab, da ich im Stammlager, ich war nur im Stammlager gewesen. Hm. Draußen in Birkenau waren Andi Blockfjäger und Rapotfjäger gewesen. Hm. Da war Flagge, da war Spanek und Polotschek. Die hatte gar nichts zu tun gehabt. Hm. Mein Revier war gewesen, da Stammlager aufgibt. Da habe ich nur Dienst getan. Streit ab, das ist die Wahrheit. Ja. Ich wollte den Angeklagten Karduk noch fragen. Können Sie sich an die Erschießung von Schillinger erinnern? Ich kann mich nicht erinnern, Herr Staatsanwalt. Ich war im Stammlager Auschwitz gewesen. Ich habe nur gehört, dass der Schillinger, er war, glaube ich, beim Sonderkommando im Krematorium, wurde er erschossen. Also haben Sie doch davon gehört? Gehört, das ist ja allgemein bekannt gewesen bei uns, Rapportierer und Rapportierer. Wir wussten ja alles letztendlich. Ne? Eben. Und es wäre schön, wenn Sie alles, was Sie wussten und heute noch wissen, auch gelegentlich mal dem Gericht erzählen würden. Und wie ist es, Sie waren aber doch auch auf der Rampe von Birkenau. Auf der Rampe von... Ja. Wenn ich mal was sagen. Ich hatte in Birkenau an der Rampe gar nichts zu tun. Ich war nur an der Rampe gewesen, die alte Rampe. Da war ich öfters gewesen. Aber wollen Sie sagen, Sie waren weder im Lager Birkenau in einzelnen Teillagern noch jemals auf der Rampe innerhalb des Lagers Birkenau? Ich war nicht gewesen. Gut. Ich war nur im Stammlager, wurde ich öfters abkommandiert. Und auch freiwillig sind wir nicht gegangen. Da waren wir an der alten Rampe, dann war ich öfters gewesen. Ob es Tag war oder Nacht, das gebe ich selber zu. Das stimmt. Ganz genau. Also was der Zeuge sagt, dass ich in Birkenau war, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Sie wissen aber, dass schon andere Zeugen vor ihm das auch gesagt haben. Ja, hören Sie mal, Herr Vorsitzende, es waren Zeugen gewesen, die haben mich belastet. Und zu dieser Zeit war ich ja gar nicht gewesen. Da habe ich in Birkenau, im B-Lager oder A-Lager, habe ich Häftlinge erschossen, ermordet. Und da war ich, zu dieser Zeit war ich ja gar nicht drin gewesen, ich war nur im Stammlager. Und zweitens war ich auch zu dieser Zeit... War ich im Krankenhaus, habe ich gelegen. Naja. Ich möchte zwei Fragen stellen. Ja, bitte schön. Ob er erinnert sich auf der Flucht, ob er war bei meiner Flucht mich suchen, also das Suchkommando. Ja. Und zweitens, ob der Angeklagte hat gekannt den Lagerältesten Danisch. Janisch? Danisch. Danisch. Franz Danisch, den Lagerältesten von Birkenau. Haben Sie den gekannt? Ich habe im Stammlager nur Dienst gemacht, aber ich kannte ihn nicht. Aber gehört habe ich, das war ein Berufsverbrecher gewesen, ein gewisser Danisch. Ich wollte noch eine Frage. Warum? Und haben Sie auch sich bei der Flucht dieses Zeugen beteiligt, bei der Verfolgung? Nein, gar nicht. Mir ist nichts bekannt. Ich war gar nicht genau gewesen. Ja. Ich war im Stammlager gewesen.
Nur wieso, dass der Angeklagte hat gewusst, dass dort ein Danisch ist und dass er Berufsverbrecher ist. Ich habe den Angeklagten gesehen in Birkenau sprechen mit dem Franz Danisch, dem Lagerältesten. Die beiden haben zusammen so mit einem Dialekt, schlesischen Dialekt gesprochen in Birkenau. Und ich verübe, dass die beiden, als sie, der war Berufsverbrecher und der SS-Mann, dass sie von einer Stadt stammen. Das haben Sie gehört? Oder angenommen? Angenommen. Angenommen haben Sie das. Wenn keine Fragen mehr, Herr Eusmann, Dr. Eckert. Herr Zeuge, ich habe eben aus Ihrer Bemerkung entnommen, dass Sie den Lagerältesten Danisch gekannt haben. War das der Lagerälteste vom ganzen Lager Birkenau oder nur von einem bestimmten Lagerabschnitt? Kann ich antworten? Also, ob der Danik oder Danisch, ob der Lagerältester war von A, B, C, D oder ob er für das gesamte Lager Birkenau der Lagerälteste war? In unserem Lager, B2D. 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 Und wie alt war der damals? Auch nach meiner Ansicht in den mittleren Jahren. Ich kann ihm bestimmt sagen, seine Häftlingsnummer 11.182. Er war faktisch ein Berufsverbrecher und er war sehr gut mit den Angeklagten Kaduk. Und ich vernehme, dass der Häftling Danisch Zutritt gehabt hat zu Wertsachen und so weiter und von hier stammt, vielleicht von zu Hause oder von dieser Hinsicht, stammt diese Freundschaft. Also es ist nicht wahr, dass der Angeklagte Kaduk nicht in Birkenau war. Was hat denn dieser Danisch bei seinen Mithäftlingen für einen Ruf gehabt? Nur zu Hause war er Berufsverbrecher und dort war er Berufsmörder. Gut, danke. Ja, ich muss leider auch an diese Frage noch eine Frage anschließen. Herr Zeuge, bestand eine Ähnlichkeit zwischen dem Danisch und dem Bednarek, dem Aussehen nach? Nice. Konnte man die zwei verwechseln? Danisch war ein langes Gesicht, ovales Gesicht. Ja. Und Bednarek war doch ein kräftiger, niedriger Mensch. Und Danisch ist im Lager immer gelaufen wie ein schwarzer Mephisto. Ja. Im ganzen schwarzen Anzug und so weiter. Und, war der Danisch schmal und schmal, groß? Schmal und so, länglichen, man sagt, Pferdekopf und so. Sagen Sie, den Bednarek haben Sie auch erkannt. Haben Sie von ihm etwas gehört, wie er sich als Lagerältester bzw. als Blockältester betragen hat? Ich habe gehört von ihm noch, dass er im alten Lager, ja, im B1B, in der Blockälteste, glaube ich, mit Strafkommando war. Aber ich habe ihn näher erkannt in dem Lager B2D, wo er Nebenbarack der Blockälteste war. Ich war, wiederhole, am Block 9 als Schreiber, war im Block 11 im Strafkommando als Blockälteste und Block 13 war das Sonderkommando. Ja. Nur in der Zeit, dass nach der Übersiedlung nach Birkenau, nach dem Bauabschnitt 2D, kann ich über ihn nichts sagen. Da schon ganz andere Verhältnisse waren. Es war Eintritt, man hat ihn auch zugelassen in den Strafkommando, von außen die Häftlinge. Also ich weiß nicht authentisch von dieser Etappe, also von Juni oder Juli 43 bis zu meiner Flucht, über den Angeklagten nichts. Nichts Nachteiliges sagen? Nichts. Und wie er vorher war, wissen Sie nicht, weil Sie da nicht so nah mit ihm zusammen waren. Bitte? Über sein früheres Betragen, vor dem er da in B2D war. Es war die Fahne nicht am besten, aber der Barack war, wo das Sonderkommando war, früher ist das Strafkommando in dem alten Lager gekommen. Es war so isoliert, dass wenig herausgekommen ist. Ja.
Also isoliert, also ich kann nicht verstehen. Wenn keine Fragen mehr sind, keine Erklärungen mehr verlangt werden, dann